Ladies and Gentlemen, Podcasts haben sich ja in den letzten 2, 3, 4 Jahren nicht nur zu einem festen Bestandteil des regelmäßigen Medienkonsums entwickelt, es ist auch eine ganze Industrie dahinter entstanden. Mein heutiger Gast arbeitet als Producer, Komponist und Tontechniker an immer aufwendiger und immer mehr werdenden Produktionen und es ist schon spannend zu sehen, wie sich Schlagzahl und Pensum in nur einem Jahr, also quasi seit er das letzte Mal hier zu Gast war, für ihn verX-facht haben. Wir haben uns in seinem Studio getroffen, um über seine Arbeit vor dem Hintergrund dieser rasanten Evolution zu sprechen, genauso wie über Formate, die wir selber gerne hören, über seinen eigenen Podcast Audiophil, den er zusammen mit Christiane Attig und Danny Frede macht, über alte Amps und Custom Relic Gitarren und warum Flüstern schlecht für die Stimmbänder ist. Also bitte, viel Spaß mit diesem teilweise ein bisschen nerdig werdenden Gespräch mit Joscha Grunewald. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich drauf anlegen könnte, man Suicide by Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde. Wir werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Ende. Also wirklich, du kannst da tief in den Code, ist halt offen, ne? So, du kannst da tief in den Code rein und kannst dir da irgendwie, beziehungsweise ich habe ja auch keine Ahnung vom Programmieren, ne? Aber du tust es trotzdem. Nee. ich klicke dann da so ein paar Kreuze hin und her. Okay. So größtenteils. Okay. Und damit kannst du es dir schon, was weiß ich, dass die Channel an sich dir anders machst oder all solche Sachen irgendwie so, ne? Was mir hier zum Beispiel fehlt, so, das ist für Amateure ganz cool. Da ist möglichst wenig. Mir fehlen da aber ein paar Sachen, dass ich hier zum Beispiel die In-Outs konfigurieren könnte schnell oder da auf den Sendweg komme, so, da muss ich das halt immer über die Routing-Matrix machen, die auch sehr cool ist, so, aber ja. Es gibt so ein paar Optimierungssachen, wo man halt merkt, es ist mehr auf Podcast-Aufnahme und weniger jetzt so auf das, was ich mittlerweile mache, was ja wirklich einfach wirklich Produktions, also es ist quasi wie ein Musikprogramm. Du bist im letzten Jahr da aber richtig tief auch reingegangen. Also ich habe auf LinkedIn ist quasi einmal pro Monat irgendwie Neues arbeitet jetzt bei. Ja, es ist abgefahren. Ich weiß nicht, wohin mit den Jobs. Ist also so? Ich habe tatsächlich, ja, ich habe eine, wie sagt man das auf Deutsch? Assistant Producerin. Assistentin hört sich doof an, weil das ist es ja irgendwie nicht. Aber ja, ich habe halt jemanden, der dir zuarbeitet. Die arbeitet mir zu, genau. Der gibt mir jetzt Sachen, ja, auf dem kommen nicht mehr hinterher. Also die macht halt Rohschnitt dann für mich, die Mandy. Ja. Macht so die Säuberungsschnitte für mich und ich kümmere mich dann um Sounddesign und wie das alles passt und die Postproduktion, den Mix und so weiter. Ne? Ich werde dich vielleicht im Intro als den Hans Zimmer der Podcasts ankündigen. Es gibt da auch noch eine andere Menge anderer Leute irgendwie so, die sowas machen, was ich mache. Ja, aber die sind mir ja egal. Ja, gut. Und wie, ich meine, du bist da ja auch einfach so bist du da reingestolpert oder hast du dich da richtig Ich habe mich dahinter gesetzt. Also vor 2 Jahren im Herbst poppte irgendwie auf, die freie Podcast-Szene hat sich tierisch aufgeregt, poppte Podimo auf. Genau. Genau, und dann habe ich da mich als Komponist beworben, habe die einfach angeschrieben und habe gesagt, hier, ich komme ja von der Filmmusik irgendwie so und Werbemusik und so, ich mache Musik. Braucht er irgendwie so Intro-Sachen. Dann kam erst nichts, dann kam irgendwann was, ja, ist ja ganz interessant, dann kam wieder erst gar nichts. Ja. Und dann hat sich eine Producerin davon bei mir gemeldet, die dann nicht mehr bei denen war und die mich gefragt hat, hier kannst du aber auch schnell noch Postproduktion und sowas machen. Und dachte ich, ja, ich mache zwar eigentlich Musik, aber so schwer kann das mit dem Dialog nicht sein, irgendwie den zu editieren. Ja, hab mich dann da eingelesen. Ja. Ja, muss man sich ein bisschen einlesen, ist schon ein bisschen anders in manchen Sachen, ne? Ich nutze sehr wenig Kompression zum Beispiel, irgendwie so, was du ja bei Vocals manchmal vielleicht mehr nutzt, auch irgendwie, wenn du jetzt Gesangsaufnahmen machst. Ja, oder aber so. Bei Stimme ist zu viel Kompression, glaube ich, total tödlich, gerade bei Podcasts, ja, weil es dir dann zu, es klebt dir ja direkt eng im Ohr. Kein Radio, muss man immer bedenken. Es ist kein Radio, genau. Es ist kein Radio, so. Es ist soll, du willst dich ja eigentlich. Du willst dich ja reinsetzen und den Leuten zuhören. Genau. So, das ist ja eigentlich das,
das der Case, den man so hat dann. Richtig. Irgendwie so, ne? So, wo du setzt dich quasi in ein Wohnzimmer und hörst zwei Leuten zu, wie sie reden. Genau. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn irgendwann die Stimme ein bisschen weiter weggeht oder so, weil das gehört halt alles irgendwie auch dazu. Ein bisschen kann man das natürlich, also ich kompensiere das dann schon in manchen Sachen irgendwie mit so, es gibt ja so Alignment-Tools oder so, ne? Beziehungsweise kann man es auch selber machen. Ich greife mittlerweile aber eigentlich ganz gerne auf diese Tools zurück, die das automatisch machen. Ich mache das immer noch alles von Hand. Ah, die funktionieren super. Welche hast du da? Also ich, von Waves gibt es so einen. Ja, den. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja. So ein Fader. Ja. So ein Fader, der sich dann auch automatisch bewegt. Oder Isotope Nectar nutze ich relativ viel. Das ist so ein All-in-One, da hast du einen Kompressor drin und irgendwie noch so ein paar Sachen. Ja, genau. Und da gibt es auch einen Alignment-Button, den man klicken kann und dann gleicht er das immer so ein bisschen an. Okay. Das reicht meistens, also mir reicht es irgendwie völlig aus. Kommt immer drauf an, wenn ich dann so Storytelling-Zeug mache, also ne, wirklich irgendwie erzählte Produktion, da regle ich dann auch manuell ein bisschen und passe das alles so einzeln irgendwie an. Da ich da aber meist mit professionellen Sprechern arbeite, hat man das relativ wenig, weil die einfach eine sehr gute Mikrofondisziplin haben. Ne? Die sitzen dann ja auch im Studio, stehen vor dem Mikrofon, lesen den Text ab, haben eventuell noch eine Sprachregie im Hintergrund, die nochmal sagt, hier, nee, mach mal so und mach mal so. Und also das fing für dich alles mit Podimo an? Im Prinzip schon, ja, genau. So, dann habe ich die erste Produktion aber nicht direkt für die gemacht, sondern halt für die Lena Niethammer, mit der ich auch immer noch zusammenarbeite irgendwie. Wir haben uns dann zusammengetan, haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Produktionen zusammen gemacht bisher. Und Produktion heißt in dem Zusammenhang auch nicht eine Folge? Nee, eine ganze, ja, das wird ja immer Staffel, ne? Man sagt Staffeln so, weil es ist eine Abrechnungssache, ne? Es werden 10 Folgen bewilligt so und dann sagt man, okay, das ist eine Staffel. Ja, ja, so, okay. Dafür kriegt ihr Kohle, so macht was draus irgendwie. So diese, ein ganzes Projekt halt. Genau. So, das so. Sind dann aber auch, das sind dann ja auch selten so Podcasts, wie man sie im Ursprung kennt, dass sich Leute einfach zusammensetzen und miteinander quatschen, sondern das ist dann oft so themenbezogen, wie so eine Doku-Reihe. Themenbezogen, es ist geskriptet viel, nicht alles so, es kommt wirklich immer drauf an. Ich mache zum Beispiel fürs Museum für Naturkunde, das ist so ein Berlin, aus dem Beats and Bones Podcast und so ein Kinderpodcast, der heißt Süßes genau, oder Saurier. Da ist es dann so halb. Also bei Beats and Bones hast du immer so Zwischenstücke, wo halt ein Voice-Over ist, also eine Sprecherin so, die vertone ich dann auch immer so ein bisschen, macht da Musik drunter, irgendwelche Dings und Dolls, Vulkanausbrüche und sonst was, so was halt gerade in der Natur passiert. Was du halt so in der Tasche hast. So, und das wird dann aber immer unterbrochen von Interview-Schnipseln quasi, also auch längere Parts, die ruhig 20 Minuten gehen, so, okay. Die dann aber frei sind wieder, ne? Okay, verstehe. So, die halt einfach so, da ist der Lukas, ist der Host, von der Auf die Ohren heißt die Produktionsfirma. Der macht da halt die Interviews und das ist dann einfach eine ganz normale Interviewsituation. Der wird seine Fragen natürlich auch irgendwie vorbereitet haben, so, aber es ist dann nicht geskriptet. Die anderen Sachen sind dann teilweise sehr viel geskriptet, was für mich aber natürlich ganz gut ist, weil dann muss ich mich nicht so mit so nervigen Amps und so beschäftigen. Wobei ich das mittlerweile auch teilweise dann outsource. Ja, wer kann, der kann. Und das heißt, das letzte Jahr hast du hier in deinem Wohnstudio verbracht und gemacht, ja. Und dir nebenbei ein paar sexy Pedals für dein Pedalboard gekauft. Unter anderem, ja. Irgendwie Controller, Synthesizer, Gitarren. Ich habe echt ein paar Gitarren gekauft im letzten Jahr. Echt? Ja, die hinter dir ist relativ neu. Die? Nee, die da ganz hinter dir. Ganz hinter? Oh, schick. Ja, so eine Jazzgitarre ist das. Die Telecaster hier habe ich auch recht neu. Wobei ich die, glaube ich, ein bisschen upgraden werde. Da wollte ich mal andere Tonabnehmer reinbauen und so Spielereien, was man dann halt so macht. Ja, schön. Genau. Und natürlich auch Software, ne? Ja, ich meine, das Ding sieht hier schon, also wow, sag ich mal. Ist ganz schick, ne? Ja. Ja, aber gut, wenn du die ganze Zeit hier verbringst, dann willst du natürlich auch, mich macht da dieser kleine Screen total nervös, wo man, in der Mitte. Ach, der? Ja. Ach so, ja. Das ist, bin ich ganz ist für mich ganz ungewohnt, die ganze Zeit den Analyzer mitlaufen zu lassen. Soll wo ging das nochmal? Ich kann auch einen Scope da reinmachen. Ja, wunderbar. Aber der ist halt die ganze Zeit in der Mitte. Ja, okay. Das ist tatsächlich super praktisch, das Gerät. Wie hast du das da angeschlossen? Das geht über AES rein.
Ah, okay. Also digital letztendlich, irgendwie aus meiner Soundkarte. Ich habe hinten so eine RME Radart. Ja. Meine ganze Analog-Digital-Wandlung mache ich über so einen Ferrofisch-AD-Wandler. Der hat einfach 16 Ins und 16 Aus, geht dann in Digital und geht in die Soundkarte, die über PCI Express dran ist. Und die hat aber noch so einen Breakout, wo du dann noch mit AES und sonstigen Anschlüssen, dieser SPDIF-Anschluss und so weiter rausgehen kannst. Und da geht das einfach rein. Und das habe ich dann in der Soundkarte einfach so geroutet, dass quasi der Kanal, da geht immer alles drauf. Also ist das gar nicht nur ein Display? Das ist ein eigenständiges Gerät. Der misst selber die Lautstärke, Okay, und die Lautheit vor allem. Das heißt, den machst du einfach nur an und dann tut er das. Genau. Okay. So, und das ist, also gerade Lautheit ist für mich halt wahnsinnig wichtig, so, um gerade beim Mischen, so, ich fange mit dem Dialog meistens an, dann gehe ich irgendwie so auf minus 23 Lufs. Ich weiß nicht, ob das jetzt so nerdig wird hier für Leute, die zuhören, aber. Das müssen die Hörerinnen entscheiden. Genau so, und dann fange ich halt an, dass da im Prinzip das Sounddesign noch drunter zu stecken und zu layern, dass ich dann irgendwann so grob bei diesem gewünschten minus 16 ankomme. So, ne? Meistens bin ich so bei minus 17 oder sowas und dann setze ich halt noch einen Limiter raus und hole mir noch den letzten dB. Und das muss man dann auch tun, wenn man diese Qualität liefert, kann man sich auch irgendwann eine Tonassistentin, ich glaube, das ist ein guter Begriff. Wobei, es kommt ja eigentlich vom Film, Tonassistentin. Ja, keine Ahnung. Also allein Assistentin klingt, finde ich, doof, weil das ist es ja nicht. Also sie ist halt, ja. Sie bringt dir nicht morgens den Kaffee. Nein, genau, all solche Sachen. Sie unterstützt mich einfach in der Arbeit so, und wird dafür natürlich auch bezahlt. Das ist gut. Also eine Stufe über Praktikantin. Genau, die ist auch gar nicht hier, die ist in Würzburg. Ja, das Internet macht's möglich. Ja, das ist tatsächlich, also das hat mir das letzte Jahr auch nochmal krass gezeigt, wie heftig das ist. Ich war ja auch kurzzeitig am Überlegen, irgendwie nach Berlin zu ziehen, irgendwie weil der Großteil der Produktionsfirmen sitzt da. Ja, auch der Großteil ist ja bei mir das Gleiche. Ein Großteil der Gäste ist in Berlin. Ja. Also man hat echt so das Gefühl, dass das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ein großer Teil von interessanten Leuten ist in Berlin und der Rest im Land verstreut. Also, das ist schon heftig. München gibt es noch so eine Bubble. Ja, aber das ist ja noch wahnsinnig. Also bei mir war es dann wirklich so, ich habe mir das so angeguckt und merke, irgendwann irgendwie hätte ich Bock. Eigentlich ist mir diese große Stadt aber auch ein bisschen zu viel. Ich überlege tatsächlich mittlerweile eher wieder gen Land. Also ins ganz Ruhige irgendwie so, weil ich brauche eigentlich nicht, ich brauche nur schnelles Internet. So, das ist natürlich landmäßig ein Problem, wobei ich jetzt letztens gesehen habe, Satellit und so, das funktioniert mittlerweile auch. Also 50.000, da wird mir eigentlich reichen. Wie auch immer, so mir war das mit den Mietpreisen dann zu doof. Ne? Also ich habe mich dann ein Vierteljahr versucht, irgendwie auf eine Wohnung zu bewerben. So kannst du, habe ich... In Berlin? Ja, genau. Das hat alles nicht geklappt. So. Das ist, glaube ich, das ist, selbst wenn du schon da irgendwie bist, schwierig. Ja. Aber wenn du das dann noch auf Distanz machen willst, geradezu unmöglich. Völlig, völlig, völlig wahnsinnig. So. Und die Preise halt auch. Ne? Wenn ich da irgendwie sehe, irgendwo 50 Quadratmeter, 1.300 Euro warm oder so, denkst du doch, ihr seid doch alle bekloppt irgendwie. War das denn dann in irgendwie so einem hippen Bereich oder? Ja, gar nicht mal so, ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in Plattenbau ziehen, habe ich auch keinen Bock drauf, sondern habe ich doch. Und wo wolltest du hin? War ich mir selber, so, ich habe so alles Mögliche abgeguckt, so, ne? Kreuzberg. Das natürlich irgendwie auch, wobei mir das eigentlich alles irgendwie dann im Nachhinein, war ich eigentlich ganz froh, dass das alles nicht geklappt hat, weil mir das eigentlich alles zu viel ist. Ich brauche doch irgendwie meine Ruhe. So, das war eher so eine Entscheidung. Ja gut, wenn du sagst, also wenn das so im übertriebenen Sinne stimmt, dass du jetzt quasi das letzte Jahr hier in deinem Studio verbracht hast, ist es ja schon fast egal, ob du dann irgendwie im Prenzlberg dein Studio hast oder in Wattenscheid. Völlig, völlig egal, nur dass es in Wattenscheid mehr Geld für Gitarren und Effektgeräte ausgeben kann. Ja, und darauf, ey, darum geht's ja letzten so, Endes. So, richtig, genau. Man macht das ja eigentlich nur, um sich geilen sonst? Scheiß zu kaufen. Ja, ja, geil. Und hast du, ich meine, Podcast, wir haben ja, du hast vorhin gesagt, die freie Szene hat sich über Podimo so aufgeregt. Ja, die haben ein bisschen dumme Aktionen gemacht. Die haben halt ihren geschlossenen Player und haben da eigentlich einfach die RSS-Feeds mit reingenommen. So, das war alles ein bisschen unglücklich. Ich will denen da jetzt keine böse Absicht unterstellen. Ich meine, das sind irgendwie, ich komme aus Schweden irgendwie, da ist das wohl, waren die Leute wohl alle entspannter, so wie ich das mitgekriegt habe jetzt auch. Ich habe dann ja doch auch irgendwie so ein paar Kontakte da jetzt. Keine Ahnung, das ist halt doof gelaufen. So Plattforming ist natürlich irgendwie in gewisser Weise vielleicht auch ein Problem, ne? So, weil ich meine, mittlerweile kristallisiert sich raus, dass Spotify halt irgendwie einfach
alles beherrscht, so, die geben wahnsinnig viel Geld aus für ihre Produktionen, so, die buttern da super viel Kohle rein irgendwie so, und das hat natürlich auch alles einen Grund, weil die einfach den Markt dominieren wollen. Ne? Ja, die haben ja irgendwann angekündigt, die wollen das Netflix für Podcasts werden. Ich gehe auch, also jetzt hier Verschwörungstheorie. Ja, bitte. Spoiler. Bitte. Oder eine Triggerwarnung, sagt man, ne? CN oder wie heißt das? Was weiß denn ich? Ja. Bestimmt, also... Vorsicht, Kinder. Also meine Theorie ist, dass, also komm, sag es. Podimo hat jetzt ja den Content von For Your Ears Only lizenziert für sich, weil For Your Ears Only ist diese, war von ProSiebenSat.1. Und die, das ist jetzt wieder eingestellt worden. Das ist eingestellt worden, aber die haben sehr viel guten Content, fand ich, auch gehabt. So. Ja, also das war aber auch geplattformt. Das war auch Plattforming. Ja. Ja, geht ja, aber da muss man dann auch wieder sagen, wie willst du damit, also wenn du so kommerzielle Produktionen machst, wie willst du es anders machen? Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, na, also du kannst jetzt dieses Apple-Modell da fahren, dass du einzelne Subscriptions machst, so, aber du brauchst ja auch, wenn du jetzt Produktionsfirma bist, du brauchst einfach dein Budget. Ist ja bei Filmen ganz genauso. Ja, lass uns, da habe ich meine eigene. Meine Theorie wollte ich aber noch sagen. Ah ja, bitte, bringen. Ja, darum. Ja, genau. Die haben den Content gekauft und ich gehe davon aus, dass Podimo sich eigentlich von Spotify aufkaufen lassen will. Ja. So. Ja, das würde Sinn machen. Das ist so, weil ich weiß nicht, wie viel ernsthafte Abonnenten, die gerade in Deutschland haben, da so, man kriegt auch wenig Zahlen, was jetzt so Podcasts so für die Projekte, ich meine, ich bin da eh immer hinten dran, ne? So, ich bin halt irgendwie eingeliebt, so, aber ich weiß, dass die ungerne Zahlen rausrücken. Aber alle, also alle geben ungern Zahlen raus, habe ich alle, den Eindruck. Spotify geht aber so, die geben schon immer mal so ein bisschen was raus, ne? Audible eigentlich auch. Audible arbeitet, finde ich, sehr gut mit den Produktionsfirmen zusammen, die sind wirklich. Aber Audible ist von Amazon. Ich weiß, ja. Ich gehe auch davon aus, dass Amazon Music, die haben ja auch schon so ein bisschen das mit dem Podcasting angekündigt quasi, ne? Dass du da also normale freie Podcasts einfach drüber hören kannst über deren App. Ich gehe davon aus, dass sie das irgendwie mehr oder weniger fusionieren werden, weil die produzieren wirklich viele Inhalte mittlerweile, auch so in diesem Podcast, in Anführungsstrichen Bereich, was auch immer es jetzt genau ist, so. Da gibt es ja auch viel Streit drüber, was jetzt ein richtiger Podcast ist, nur mit RSS-Feed oder sonst was. Keine Ahnung, ist mir alles egal. Ich hänge mich da nicht so dran auf an diesen Definitionen. Ja, das erinnert halt immer an so eine jetzt langsam hip werdende Musikrichtung, wo es dann heißt, nein, also sobald mehr als 20 Leute vor der Band stehen, ist das Sellout und die Cover oder die Flyer, die müssen alle kopiert sein. Es muss mit Vierspurgerät aufgenommen werden. Es muss mit vier, so nach dem Motto, mein Demo ist nicht meine Kassette, es ist ein Word-Dokument. Ja. Aber ich find's gut, dass diese Diskussion geführt wird, weil das zeigt natürlich auch, dass einigen Menschen das Medium Podcast unglaublich viel bedeutet. Und es ist, dass es halt mehr ist als so ein Spartending, wenn es da wirklich Leute gibt, die sagen, ey, es ist mir wichtig, dass das Ganze, dass es eine gewisse Reinheit hat und so weiter. Also allein, ob das jetzt richtig ist, sei dahingestellt, aber allein, dass es die Entwicklungen gibt, das zeigt ja, dass das Podcast wirklich was ist. Ja, ja, voll. Ja. Ich glaube auch, dass, also jetzt mittlerweile hat sich das Format wirklich gesetzt. Ja, ich glaube, das steigt noch. Also, ja, aber ich meine gesetzt in dem, dass es nicht mehr verschwindet. Nein, das Medium. An sich so, ne? Genau. So, gerade auf dieser... Ich glaube, es wird eher mehr. Auf dieser kommerziellen Ebene, ne? Ja. Ich finde es ja immer so verstörend, wenn dann jetzt in so einem relativ frühen Stadium, wenn dann jetzt schon Leute anfangen und versuchen, so, weißt du, die typischen Storyteller, die dann versuchen, an irgendwelche Brands ihre Podcast-Tipps zu geben und dann sagen, ja, also da muss dann... Ist viel auf LinkedIn unterwegs. Ja, teilweise ja, weil es ist teilweise wirklich ein bisschen komisch, so, ja, ich also mir denke, wer ist, seid ihr denn eigentlich überhaupt? Ja, ja, so, wenn dann da steht, ja, seit 2019 mache ich erfolgreich Podcasts und deswegen kann ich jetzt anderen Leuten erzählen, wie man erfolgreich Podcasts macht, wobei ich glaube, ohne böse Absichten unterstellen zu wollen, dass viele einfach darauf spekulieren, dass es große Firmen gibt, die schon mal das Wort Podcast gehört haben und die ein Werbebudget übrig haben und die dann sagen, ja, wenn ihr das in meine Richtung lenken würdet, kann ich euch dafür etwas geben. Ja. Aber das ist ja das Problem von Firmenwerbung generell.
Und ich weiß auch nicht, ob man irgendjemandem einen Vorwurf machen soll, wenn er oder sie versucht, damit Geld zu verdienen. Nö, absolut nicht. Ich meine, was mache ich denn? Ja, so, was machst du denn? Ich mach damit auch Geld. So. Ja. So, und ich bin vielleicht deswegen auch bei dieser ganzen Plattform-Sache so ein bisschen gebiased, oder wie man sagt, das hat Christiane immer zu mir gesagt, wenn wir darüber gequatscht haben, weil ich natürlich von diesem Strang auch abhängig bin, ne? So, ich meine, da verdiene ich mein Geld mit, so, das ist das, so, Audible, Spotify, Podimo, ja. Ich habe so ein paar freie Projekte, wie zum Beispiel das Museum für Naturkunde oder so, solche Sachen so, oder den Doppelgänger Tech Talk, da mache ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ob du das kennst, ist so Finanz, nee. Investment, Tech. Aber die okay. sind ganz cool, die Jungs. So, ich war sehr vorbelastet bei denen, weil ich dachte, weil so das sind so neoliberale Frank Thelens, aber die renten immer ordentlich gegen Thelen. Das ist ganz lustig. Genau, das heißt, ich habe so ein paar freie Projekte, aber größtenteils mache ich natürlich irgendwie einfach Plattform-Content. Ne? Ja gut, ich meine, das ist ja die ewige Frage, wie wichtig ist es, dass man künstlerisch anspruchsvolle Sachen macht, wenn die einzige Messlatte nur dafür ist, dass du nicht deine Miete bezahlen kannst? So, in dem Moment, wenn du nicht am Ende des Monats deinen Struggle hast, dann müsste man schon dich ein bisschen benasrümpfen, weil da verdienst du ja theoretisch zu viel Geld. Ja. Also und ich meine, guckt man sich deinen Gearpark an, du gibst es ja auch aus. Also. Oh, ich bin sehr gut für die Wirtschaft, ja, also kurz vor Lindner wird sich freuen wahrscheinlich, wenn er hier reingeht und denkt, oh, so. Also ich habe irgendwie den Großteil der Kohle, die ich jetzt verdient habe, einfach reinvestiert auch irgendwie so. Ja, ja. Was ich aber auch brauche, kann allein an Software. Also ich habe jetzt, weiß nicht, kennst du Audio-Ease? Schon mal gehört. So Standard in Postproduktion, Altiverb, ja, Indoor, das wahnsinniges Reverb, also das, was halt, ja, du kannst Türen zumachen in dem Plugin und so weiter und dann ist halt die Tür zu. Der andere Sprachpartner sitzt im anderen. Also gerade so für so Hörspiel-stylige Sachen oder wenn du, ja, das berühmte Storytelling machst irgendwie dafür. Mhm. Und das kostet halt alles ein Schweinegeld, so, ne? Klar. Also das ist halt einfach so, also da verdient dann jeder sein Geld und ja. Ja, und es ist ja auch gut. Und wie gesagt, ich denke immer noch, dass das Ganze am Anfang ist. Ich glaube, Amazon, also gerade Audible und so weiter, machen wir uns nichts vor. Amazon hat mehr Geld als Gott und die machen auch teilweise einfach nur Sachen, um Geld auszugeben. Ich würde auch einen Großteil der Serien, die auf Amazon Prime laufen, dazu zählen. Also denen ist es egal, ob eine Serie wie Goliath wirklich Zuschauer zieht. Mhm. Weil darum geht es denen ja gar nicht. Die wollen ja im Grunde genommen ein Universum schaffen. Dass alles, was du tust, hat irgendwas mit Amazon zu tun. Sei es, wo du dein Essen bestellst, über sowas wie Bücher denken die ja schon nicht mal mehr nach. Da machen die ja jetzt, oder haben ja, die. Ja, es gibt dieses Direct, da kannst du als Autor irgendwie dich reinstellen, dann kannst du es dir pressen lassen, drucken lassen, ne, auf Bestellung. Ja, das kannst du. Aber ja, klar, das hat im Prinzip, der Ursprung hat eigentlich, die kommen vom Buch, ich meine, die kommen vom Buch. Ja, ich meine auch, tatsächlich war ja, ein genau. Buchhändler quasi. Ja. Ne? Und jetzt, nachdem sie alle oder einen Großteil der Indie-Buchhändler platt gemacht haben, fangen sie an, ihre eigenen Bookstores zu eröffnen. So, ach ja? Ja, in Amerika gibt es Amazon Bookstores. Wo man auch hätte sagen müssen, hätte man den einfach nur seine Bücher verkaufen lassen, dann würde die Gegenwart jetzt anders aussehen. Aber wo du sagst hier Self-Publishing über Amazon, da habe ich mit einer Wissenschaftlerin, Autorin drüber gesprochen, wenn du das so machst über Amazon, hast du da, glaube ich, ich hoffe, ich google das quasi aus dem Gedächtnis, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst pro verkauftem Werk respektablen Anteil oder einen sehr geringen Anteil. Und den respektablen Anteil bekommst du nur, wenn du denen das Buch als geistiges Eigentum quasi überschreibst. Okay. Ist nicht so nett. Nee, sehr gut. Ja, ja. Aber ich wollte es auch nur, also dass es da von wegen Büchern, dass es noch die Möglichkeit gibt. Ja, ich meine, klar. Dass Amazon evil ist, da müssen wir uns alle nicht, ich denke, das wissen wir alle irgendwie. So. Ja, aber das ist ja jetzt schon fast eine philosophische Frage. Ist Amazon wirklich evil? Weil, ja, ich meine, wenn wir alle nicht bei Amazon bestellen würden, keine Frage. So. Ja, aber das ist ja immer dieses, also ich finde,
Ich will mich jetzt hier gar nicht auf Frank Thelen Gelände begeben. Das ist ja ähnlich so, wie mit diesem, so würden wir alle Biofleisch essen, so sähe die Welt auch ganz anders aus. So, ne? Ja. Kann man aber dann auch wieder nicht jedem. Also ich finde es immer schwierig, da auch wieder die Schuld auf den Konsumenten abzuwälzen. In gewisser Weise vielleicht schon, aber Großteil, ich meine, die meisten Sachen, die bei Amazon schieflaufen, könnte so mein politisches Verständnis zumindest die Politik eigentlich ganz gut regeln. Würden die da ein bisschen mehr Druck machen, so, ne? So, und dann viele Sachen bestimmt. Viele Sachen. Steuerlich und allein. Diese ganzen steuerlichen Sachen, ja, irgendwie. Arbeitsbedingungen, Lohn, Gestaltung und so weiter. Ne? So, mhm. Das sind ja alles Sachen, klar, ich meine, dass die im Platz hier sind, ich kann mich da aber auch nicht von freisprechen und finde, also ich persönlich brauche keine Innenstadtläden, ganz ehrlich. So. Interessiert du brauchst nicht mal eine Innenstadt. Brauche ich nicht. So. Aber eine Innenstadt ist... Also es kommt drauf an, aber so diese standarddeutsche Innenstadt finde ich total langweilig. Und ja, aber das liegt daran, dass die standarddeutsche Innenstadt scheiß langweilig ist. Genau, weil die Politik irgendwelche Einkaufszentren gebaut haben und die ganzen Sachen irgendwie outgesourced wurden. Jetzt beschweren sie sich darüber, dass die Innenstädte leer sind. So, ne? Das richtig. Ist ja auch wieder so eine... Und ey, aber das ist ja da sind wir jetzt schon am Ende einer großen Entwicklung. Es gab ja eine Zeit, wo ich mir hätte vorstellen können, wenn ich dir 5 Fotos aus 5 verschiedenen deutschen Innenstädten zeige, gerade so diese klassischen Einkaufsstraßen, du könntest nicht erkennen, in welcher Stadt ich war. Also, und ich meine jetzt wirklich München, Dortmund, Stuttgart, Köln. Scheißegal, sah alles gleich aus. Und es gibt ja auch diese München diese, vielleicht noch ein bisschen schicker, oder? Auch an den richtigen Stellen hast du auch deine typischen Standard, Ketten. H&M, ja, so. Alles, ja. Den ganzen Scheiß. Ja, und sowas brauche ich halt alles überhaupt nicht. Nein, also, aber das ist auch. Oder das auch Saturn, wo du dann denkst, ja, sorry, so bei Amazon kriege ich halt das USB-Kabel für 3 Euro und es ist auch nicht mehr wert. So, das tut mir ja leid. So. Aber ja. Ich sehe es nicht ein, jetzt bei Saturn irgendwie für 15 Euro ein USB-Kabel zu kaufen. Oder ja. Und Klinke auf Klinke-Kabel. Da, das so sind Scheiß. Halt auch nicht die Sachen, die so eine Innenstadt interessant machen. Die Saturns, die H&Ms und so weiter. Weil das macht es ja nur, das verkürzt ja eigentlich nur die Wege für jeden. Aber wenn man sich jetzt vorstellen könnte oder würde, dass es Innenstädte gäbe, die ein bisschen originärer sind, dass es da, keine Ahnung, Läden, Sachen gibt, Cafés, die es nur da gibt. Begegnungsstätten fände ich eine auch sinnige so, Sache. Ja. Also solche Sachen, ne? Ja. So, das würde ich mir auch eher. Kunstgalerien. Aber so, genau, also all so ein Zeugs halt, ja. So, ne? Was man alles machen. Vielleicht auch ein bisschen Wohnraum, ist auch nicht schlecht, so haben wir auch nicht so viel. Nicht in den Innenstädten. So. Ich habe die Susanne Peik vom Polis Magazin hat mal so die Idee in den Raum geworfen. Stell dir vor, wenn das Erdgeschoss einer Innenstadt, wenn da keine Läden drin wären und wenn nur Sachen, die wirklich aus der Stadt kommen, eine eigene Kaffeerösterei zum Beispiel. Also schon fast wieder so ein bisschen in dieses Mittelalterliche gehen, also so Kontra-Globalisierung oder halt Galerien, Bibliotheken, Begegnungsstätten. Plattenläden. Ja, natürlich. Aber die kommen natürlich nicht dann direkt daher. Aber bei denen machen wir eine Ausnahme. Die Plattenläden. Aber auch da gerne jede Stadt ihren eigenen kleinen Plattenladen. Das wäre schon. Ich mische das ja bei Platten tatsächlich. Ne? Manchmal habe ich halt abends, keine Ahnung, sitze ich hier und denke, oh, das muss ich haben. Und dann bestelle ich es mir halt irgendwie bei JPC oder so. Genau. Aber ich gehe auch gerne mal hier in Bochum zu diesem kleinen... Zu Discover. Ja. Ja. Grüße an Klaus-Peter. Schöner Laden. So. Da ist dann auch mal, da kann man ja auch ein bisschen rum, ist man einfach da und hat so ein bisschen eine schöne Zeit. Ja, ich habe das auch früher wirklich so gemacht. Immer wenn ich in irgendeiner Stadt neu war, habe ich erstmal geguckt, wo ist ein Plattenladen, bin als allererstes dahin gegangen und da habe dann, ich musste noch nicht mal eine Platte kaufen, aber einfach mal so da sein, ein bisschen durchflippen. Und danach ist man von da aus in die Stadt gegangen. Und dann konnte man da auch fragen, gibt es hier irgendwo ein schönes Café und so weiter. Das ist schon gut. Aber wir sind jetzt... Podcast. Richtig, wir wollen jetzt über Podcast sprechen. du hast ja schon die... Verschwörungstheorie ist ein hartes Wort. Die Theorie aufgestellt, dass einige Mitstreiter oder Mitbewerber im Grunde genommen darauf spekulieren, irgendwann und wahrscheinlich in naher Zukunft von Spotify gekauft zu werden. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns mal vor, es gäbe wirklich nur noch Spotify und so Outlets, die dann halt die Independent Podcasts so mitnehmen. Die üblichen Podcatcher über den RSS-Feed. Wäre das schrecklich?
Weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht so richtig. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, ich habe das Gefühl, dass zumindest so, ich meine, ich habe ja auch recht viel Kontakt so zu diesen, sag ich mal, nerdigeren Podcasts um irgendwie in Deutschland, so die halt irgendwie dann so von, in Anführungsstrichen, Amateuren gemacht, die es halt aus Spaß an der Sache machen. Mhm. Ich glaube, denen wird nicht wirklich Publikum weggenommen. Weil die haben so eine bestimmte Art von Publikum und Leute, die Gemischtes Hack als Beispiel, jetzt einfach als plattes Beispiel auf Dings hören, wo kommt das überhaupt? Ist das Spotify? Gemischtes Hack ist Spotify, meine ich, ne? Ja. Genau, oder Olli Schulz und Böhmermann, die hören wahrscheinlich eh keinen Forschergeist von Tim Pritlauf oder sonst irgendwelche Sachen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da eigentlich gar nicht so wirklich das Wegnehmen entsteht. Zumindest so ist mein Gefühl so zurzeit, dass es eigentlich einfach noch was Neues entstanden ist, um halt Leute jetzt abzuholen, die vorher eigentlich mit dem Medium gar nichts zu tun hatten. Die Frage ist, diese ganzen Independent-Podcasts, laufen die auch auf Spotify? Also laufen sie auch über Spotify? Ja, der Dirk Prims hatte da mal irgendwie, der crawlt ja immer diese ganzen Apple-Statistiken und sowas. Ja. Und der hatte da mal irgendwie sowas rausgefunden und selbst seine Podcasts, die auch so aus dem Indie-Bereich werden größtenteils dann irgendwie viel auch, korrigier mich Dirk, falls du das sagen solltest, aber sehr viel auf Spotify gehört. Also generell, ich weiß nicht, wie das bei uns jetzt ist, bei diesem Audiophile-Ding. Weiß ich gar nicht, ich guck da nie in die Statistiken rein, so, das interessiert mich bewusst alles nicht. Ja, interessiert mich nicht. Nee? Nee. Du hast ja gar keine Zeit für. Doch, aber interessiert mich einfach nicht. Echt nicht? Bist du nicht so ein Statistiken-Freak? Nee, interessiert mich überhaupt nicht, wie viele Leute das hören oder so. Glücklicher. Ist mir in dem Kontext einfach egal, weil ich das irgendwie immer nur gemacht habe, damit wir uns unterhalten können. Ja, aber das ist bei mir ja auch so. Und trotzdem weiß ich ganz genau, dass wenn diese Folge online geht, dann gucke ich auch regelmäßig, wie viele Hörer sind bei der Folge dazugekommen und so weiter. Oder vielmehr, wie viele Leute haben sich das angehört. Und ich wünschte, ich könnte es lassen. Weil dann passiert irgendwie, es kann die schönste Folge sein und ich weiß auch, dass ich eigentlich nur Spaß daran hatte und dass alles gut ist. Weißt du, es ist ja, nichts ist im Arsch. Aber fühlst du dich dann scheiße, wenn du jetzt nicht so viel Views hast oder Abrufe hast, wie du erwartet hast? Ich frage mich dann immer, ob ich was falsch gemacht habe. Und dann so im Sinne von Bereitstellung und dann fange ich auch irgendwann an, die Technik zu hinterfragen. Ja, ist das jetzt überhaupt, ist das jetzt überhaupt Mikrofon korrekt? habe ich da irgendwie, war das Intro, was ich eingesprochen habe, scheiße? Also sowohl bei der Technik bei mir, dann ja, überlege ich auch, oder sind die Zahlen überhaupt richtig und all sowas. Ja, keine Ahnung. Also ich mache mir da viel zu viel Kopf einfach drum. Würde ich auch behaupten. Ja, keine Ahnung, bei den anderen Sachen kriege ich es ja auch nicht mit. Also bei den Sachen, die ich halt kommerziell produziere, da kriege ich eigentlich wenig Feedback irgendwie so. Ne? So. Ja, aber da bist du ja auch nicht so auch investiert, oder? Ja, geht. Ich sitze da auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit dran als irgendwie an allen anderen Sachen, die ich mache. Ne? Aber ich schreibe halt die Rechnung und dann ist gut. Ja, genau. Dann ist das für mich so abgeschossen. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn irgendwie, wir haben für Beats and Bones irgend so einen Radio-Podcast-Preis gekriegt. Den Deutschen Hörbuchpreis oder sowas war das, glaube ich. Ja, habe ich auf LinkedIn gesehen. Ach ja. Ja. Siehst du? Genau. Ja. Da freue ich mich dann natürlich. So, ne? Ist nicht als wäre ich dann, scheiß drauf, mir doch egal. Nein, da freue ich. Also, wenn man dann merkt, okay, das wird irgendwie, gerade das ist zum Beispiel auch ein Ding, was sich irgendwie von Anfang an maßgebend durch Sounddesign und so begleitet hat, dann freue ich mich natürlich, wenn das funktioniert so und wenn das angenommen natürlich wird. Natürlich. Ne? So, klar, aber das ist ja, du machst es dann ja viel besser als ich, weil du dir dann quasi nur das Positive rausholst. Ja, die Negative. Aber da, wie gesagt, ich habe natürlich auch keinen Zugang jetzt zu den Zahlen, ne, direkt. Klar. So. Also ich könnte da sicherlich mal nachfragen, so, aber da ist dann schon tatsächlich, ist dann wieder, da habe ich einfach zu viel zu tun. Dann ist schon wieder eigentlich das nächste Projekt irgendwie, ich denke jetzt schon irgendwie in drei Projekten weiter, so, ne, so, und weiß noch, was ich bis nächste Woche, wollte nächste Woche Mittwoch weg, bis Sonntag, so, und weiß wohin? Noch, dass ich nach Frankreich und Tarontag im Phantasialand mit den Leuten vom Alias ehemals Aufwachen-Podcast. Echt? Den ganzen Tag Taron fahren, großartig. Ernsthaft? Ja. Okay, ja. Also durchgehend nur das eine. Natürlich, nur das eine. Okay. genau, und danach ein paar Tage nach Frankreich zum Kumpel. Schön. Ja, ich werde tatsächlich
Ende des Monats mal für ein paar Tage nach Berlin. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da auch podcastmäßig irgendwas mache, aber einfach mal wieder raus und also auch wenn das jetzt nicht so raus ist, aber nächstes Jahr wird dann wieder intensiv auch gereist. Ja. Hoffentlich. Wenn nicht noch irgendwas Furchtbares passiert. Ich bin gereist tatsächlich. Du bist gereist? Ich war schon unterwegs. Wo warst du? In Holland und in Frankreich auch. Und da fahre ich jetzt nochmal hin. Aber das ist halt ein Kumpel von mir, die wohnt in Paris und die haben... Jetzt kommt sie wieder, die haben ein Landhaus außerhalb von Paris. Ja, du treibst dich da in der richtigen Szene rum, stelle ich fest. Und da treffen wir uns manchmal, weil da das ist einfach irgendwo im Nirgendwo so, ne? Da ist nichts drum, das ist so, da ist ja, gut, der nächste Nachbar 700-800 Meter entfernt und das ist sehr angenehm. Also so jetzt nicht die, ich bin nicht irgendwie in Großstädten gefahren und dann war ich einmal in Holland am Meer, so, ja, da konnte auch nicht viel passieren irgendwie, ja, so, ne? Klar, das habe ich schon. Klar. Aber ja, kennt man ja Leute, die schon in Paris eine Wohnung haben, die haben dann auch noch ein Landhaus, weil das ist tatsächlich, ist viel in Paris, ne, weil... Ich hab gehört, Paris kostet auch ein bisschen Geld, da zu wohnen. Richtig teuer, richtig teuer. Ja. Also nochmal, da ist nochmal das Landhaus dann auch nicht mehr den Kohlfett. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist irgendwie, in Frankreich gibt es da so ein paar Sonderbestimmungen, auch was Miete irgendwie. Ich glaube, die Eltern von seiner Freundin haben da irgendwie eine Wohnung und wenn man die dann familiär untervermietet, irgendwie weitervermietet, dann darf man da irgendwie mit den Preisen und so weiter. Frankreich ist da ist alles ein bisschen anders drauf. Aber generell ist Paris natürlich schweineteuer und das Landhaus ist jetzt nicht so teuer. Ja, ja. So, ne, weil das wahrscheinlich weniger als die Wohnung in Paris. Aber locker. Ja, gut, die haben das gekauft, ne? Aber trotzdem, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich mit diesem riesen Grundstück und da ist irgendwie eine Scheune bei und halt dieses Bauernhaus und das hat irgendwie 120.000 oder so. Ja, wenn du hier irgendwo ein altes Bauernhaus irgendwo wirklich jetzt weit weg auf dem Land kaufst, das kostet ja auch nicht viel. Da im Höchster Landkreis oder so, wo nichts ist im Prinzip, das hast du halt auch so, ne? Nicht viel ist natürlich immer noch relativ, also das ist schon jetzt Reden auf dem Niveau. Ja, so. Aber verhältnismäßig, ich meine, wenn man sich jetzt in manchen Städten hier so... wenn du jetzt hier guckst, irgendwie Richtung Ruhr oder Heising oder sowas. Eine 50 Quadratmeter Wohnung kaufen in Düsseldorf. Ja, ist auf jeden Fall teurer als irgendwo in Höxter ein Landhaus kaufen. Ja, definitiv. Absolut, definitiv. Podcast. Ach ja, wir sprechen ja über Podcast. Warte, ich nehme mir mal kurz einen Schluck Wasser. Soll ich auch was geben? Ja, gerne. Was ist eigentlich mit Audiophil? Da kam diesen Monat gar nichts, oder? Ja, es ist schwierig, da Termine zu finden. Christiane hat auch sehr viel zu tun. Ich habe wahnsinnig viel halt wirklich zu tun. Ja, irgendwie das hatten wir schon. Und Danny ist irgendwie, hat ja auch noch seine anderen Projekte. Mhm. Sind 80-82 oder so, heißt glaube ich. 80-82, 80-83. Also nicht 80-20? 80-20? Nein, oder? Ich meine 80-20. Ja. Aber er ist dein Kumpel, du solltest eigentlich wissen. Also, shame on you. Ja. Irgendwas mit 80. Aber Christiane macht unglaublich viel auch, ne? Die macht sehr viel, ja. Auch irgendwie dann verschiedene hier zu Gast. Sie ist ja sehr in der Filmszene da irgendwie aktiv, auch in Deutschland. Und ist dann da irgendwie auch an vielen Projekten beteiligt. Manchmal hat man ja auch irgendwie dann das Gefühl, oder ich zumindest, das werden wir wahrscheinlich sicherlich auch nochmal in unserem Podcast dann besprechen. Wir haben ja angefangen, wir sind der HörerInnen-Podcast. So. Also wir sind alles eigentlich nur wahnsinnig intensivste Podcast-HörerInnen. Ja. Und shame on me, ich bin das ja gar nicht mehr. Also ich höre tatsächlich echt nicht mehr so viel, weil ich, ne, so... Früher habe ich nicht Vollzeit gearbeitet. Jetzt arbeite ich halt Vollzeit. Ja, das heißt, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt auch so viel neue Sachen dann zu entdecken, irgendwie so, um mich da wirklich reinzunörden und nach neuen Sachen zu suchen. Ne? Was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir damit aufhören oder so. Ne? Ja, ist mir nur so letztens mal so eingefallen, dass ich dachte, ja gut, so richtig passt es gar nicht mehr. So, ne? So, aber ich glaube, du kannst doch da allein dadurch, dass du in der Podcast-Industrie, klingt das komisch, wenn ich Podcast-Industrie sage? Ja, dadurch, dass du in der Podcast-Industrie arbeitest, hast du natürlich auch nochmal ganz andere Insights als ein enthusiastischer Hörer. Und ich denke, ja, aber ich meine, wir sind halt unter dem Projekt HörerInnen-Podcast gestartet. Also wir sind keine Podcasterinnen. Ja, aber wer ist das schon? Wer ist schon du, wirklich Podcast?
Ja, ich mache auch einen Podcast. Ja. Ja, gut, vielleicht bin ich das. Aber nee, Christiane hat neulich diesen geilen Artikel geschrieben, neulich, ist auch schon, glaube ich, 2 Monate her, wo es dann letzten Endes darum ging, dass so eine vernünftige, dass Podcasts vernünftig kuratiert werden müssen, dass es im Grunde genommen wieder sowas wie, nicht böse gemeint, sowas wie Gatekeeper gibt, die zumindest sagen, das ist cool, das gefällt und so weiter. Und das ist doch ja, auch natürlich das, was ihr mit Audiophil so ein Stück weit gemacht habt. So ein bisschen im Prinzip, ja. Ja, ja, genau. Ja, da hat sie ja auf jeden Fall recht, weil ich meine, alleine dadurch, dass solche kommerziellen Produktionen einfach auch ein fettes Marketingbudget haben, treten die natürlich ganz anders so. Das ist dann ja wieder, ne, so, die können sich halt leisten, alle möglichen Sachen anzuschreiben und Demos zu schicken und hier und da, genau, und fett am besten noch Plakate drucken und sonst was. Und dann kriegen solche Projekte natürlich auch immer einen ganz anderen Impact als jetzt irgendwie. Ja, natürlich. Christiane, die den Indie-Film-Podcast mitmacht, ja, der wahrscheinlich inhaltlich noch besser ist. Wahrscheinlich. Aber halt nicht dieses Budget haben. Ja, dadurch fängt natürlich auch schon so diese unfaire, in Anführungsstrichen, Kurationsding wahrscheinlich so ein bisschen mit an irgendwie. So, ne? Ja, ja, klar. Alles. Die Kontakte sind dann ja auch, man kennt sich in dem Bereich. Ne? So, ja, so, und, so. Es hat natürlich auch ein anderes Gewicht, wenn tatsächlich ich habe jetzt mit einem neuen Podcast angefangen, beziehungsweise der Podcast also nicht ich habe angefangen, einen zu hören. Mit zwei Männern, die natürlich so bekannt an sich schon sind. Precht und Lanz. Genau. Ja, höre ich auch. Finde ich nicht schlecht. Finde ich auch. Ich mag den Lanz halt gerne, ne? Den mochte ich bis hierhin gar nicht. Boah, du musst mal, weißt du, wie der den Laschet und so teilweise geroastet hat in der Talkshow? Großartig, wirklich. Ja, aber da finde ich, mein Problem ist da folgendes. Und ich glaube, da war hier die Weide, die war bei Lanz. Und er fällt den Leuten und halt auch gerade der Weidel so häufig ins Wort. Und ich bin der Letzte, der sagt, ey, man muss auch Alice Weidel ausreden lassen. Doch, sollte man, ja. Aber in dem Format muss man das, weil sonst zeugt das von schlechtem Stil. Und das sehe ich zum Beispiel anders, weil es dann es ist. Also ich brauche nicht die Talking Points von den Politikern. Die muss ich nicht hören, die kenne ich alle. So, und wenn die dann mit Talking Points ankommen, dann finde ich es auch völlig okay, ja, wenn man da einfach reingrätscht und sagt, nö. Okay, aber teilweise hat er ja nicht nur da Talking Points abgeschnitten. Es ist teilweise schon so sein Stick, da dann wirklich den Leuten sofort ins Wort zu fallen. Und das Problem ist einfach, dass er sich in dem Moment dadurch auch angreifbar macht, was er gar nicht muss, weil das, was die Leute häufig sagen, läuft sich sowieso kaputt. Das heißt, ja, er kann die da auch erstmal mit Anlauf gegen die Wand rennen lassen, um dann mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, haha. Ist eine Geschmackssache. Also ich mag tatsächlich ich gucke die Talkshow eigentlich immer im Nachhinein halt, ne, damit man es schneller gucken kann und so weiter. Ich gucke die sehr gerne bei dem Podcast, was mich ein bisschen nervt. Also Precht ist halt manchmal echt ein bisschen altklug, ne? Ja, oh, ist er. Meine Güte, so, wo du echt denkst, so, ich weiß nicht, ob du dieses mit dem Rassismus und Gender-Ding gehört hast, wo ich mir noch, also erstmal monologisiert, ey, ich würde mir mehr Lanz hören, weil da hört man immer zwischendurch so Gedanken, würde mir mehr Lanz wünschen, weil man hört von ihm dann so Gedanken und denkt, erzähl doch mal mehr, und dann kommt wieder der kluge Precht dazu. Es wird so ein bisschen, als würde Lanz Precht interviewen. Genau, ich glaube, die müssen ein bisschen aus der Rolle rauskommen, also ich glaube, Lanz ist immer noch sehr in seiner, ich bin Interviewer, ich bin Journalist, ich interviewe Leute, Rolle so, und es ist teilweise dann weniger ein Gespräch, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es mehr rauskommt. Es sollte weniger Interview, mehr Gespräch. Genau, mehr Gespräch. Ja. Das fände ich, würde dem Podcast, glaube ich, ganz gut tun. Ansonsten, aber ich kann ja auch Sachen hören, wo ich mich aufrege. So, das richtig. Ist ja, also, gerade bei dieser, wo du halt sagtest, dass er so ein bisschen, also wenn er monologisiert und das valide Punkte sind, da habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Teilweise ist es schon so, dass er ja wirklich so ein bisschen wie der alte weiße Mann rüberkommt. Übelst. Er hat halt, also bei diesem Rassismus- und Gender-Ding, hat er halt einfach nur eine Perspektive genannt und alles andere erstmal ausgeblendet. Ja. So, wo ich denke, ja, das ist jetzt aber einfach, wenn du schon,
Und der ist ja klug, das kann man ihm ja nicht, ne? Auf das jeden ist ja Fall. Ein belesener Mann und irgendwie, der hat viel gelesen. Und da viel muss man nicht drüber reden. Hat irgendwie was im Kopf so. Aber da denke ich mir immer, ja, ey, dann so, wenn du jetzt irgendwie über Rassismus redest und sagst, irgendwie, wir sind alle keine Rassisten, was ja auch richtig ist natürlich, ne, weil dann der Begriff irgendwann inflationär benutzt wird. So. Aber man kann natürlich so, dass damit hat er recht, so, aber er hat zum Beispiel, dass wir irgendwie ja dann doch teilweise einfach dadurch aufgrund unserer Geschichte und so weiter eine gewisse Sozialisierung haben, die halt rassistisch geprägt ist in Teilen. Das richtig. Hat er komplett ausgeblendet und das fand ich dann so ein bisschen lahm, wo ich mir dann ja. dachte, ja. Aber da, das fand ich auch, aber da musste ich mich auch selber so innerlich zur Raison rufen, weil man will halt. Ah, Kaffee. Ja. Eigentlich will man, dass so jemand wie Precht, der so klug, der so belesen, der auch so, so gut sprechen kann, eigentlich will man, dass der 100%ig mit den eigenen Sachen übereinstimmt, ja. weil man sagt, so, guck mal, das eigentlich sind Precht und ich Buddies, er weiß es nur noch nicht. Ja. Und dann reibt man sich sehr daran auf, wenn da jemand was Blödes sagt, aber also es stimmt absolut, teilweise ist es ein bisschen altklug und so weiter, aber teilweise kommt auch aus diesen altklugen Sachen, da kommen so Sprüche raus, die ich total gut finde, wenn er zum Beispiel diese Anwandlung jetzt von Laschet beschreibt, der ja sagt, wir haben einen Regierungsauftrag, wo dann wirklich Precht sich hinstellt und sagt, ich finde das so würdelos. Wo man sagt, ja. Hast du gut nachgesprochen auch. Danke. Nein, aber weil das ist was, das würden junge Menschen wahrscheinlich so gar nicht formulieren, aber es hat halt dadurch auch so eine Schmissigkeit, weil genau das ist es. Ja. Genau das ist, es ist würdelos. Wenn er den Schuss nicht gehört hat, dann wenigstens den Moment abpassen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich mich wegducken, ich nehme den Hut. Ja. So. Und da geht's dann auch gar nicht darum, den zu beschimpfen oder bloßzustellen, sondern einfach nur die ganz alte Forderung, er hat versagt, er hat ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Was macht man? Man dankt ab. Ja, und dann ist man raus. Ja. Und, nee, aber also ich finde den Podcast. Mir gefällt er auch. Also, ich höre den auf jeden Fall weiter. Und ja. Was tatsächlich bei diesem Rassismus und irgendwie das Gender-Ding hat er da ja auch besprochen, wo ich ihm auch sehr viel widersprochen habe, weil ich mir immer denke, bei der Thematik ist es halt wirklich so, irgendwie die einzigen, die Debatte darüber aufmachen, sind Gegner, die sich darüber auflegen und keiner schreibt irgendjemandem vor, irgendwie zu gendern oder ja, sowas. Ja, ja, ne? Das ja, ist ja irgendwie Quatsch. Aber was interessant war. Mein Papa hat mich danach angerufen und hat gesagt, Joscha, ich muss mit mir über den Podcast reden. Mandy, meine Producerin, hat mich angerufen, mit der habe ich darüber geredet. Über den Lanz-Precht-Podcast? Über genau diese eine Folge ja. mit dem Rassismus ja. Ja, und ja, dem Ding, ja, ja. Wo ich dann im Nachhinein wieder dachte, mit wem habe ich noch drüber geredet? Mit irgendwem habe ich noch drüber geredet? Wo ich dann im Nachhinein dachte, okay, das ist aber ganz cool, weil der tatsächlich so, den haben jetzt mehrere gehört und sind alle auf mich zugekommen, beziehungsweise ich natürlich auch. Mein Papa fand ich es am interessantesten, weil ich erst so mit Mandy und noch irgendwie einer anderen Freundin darüber gesprochen hatte. Und dann auf einmal ruft mich mein Papa Sonntagnachmittag an und sagt, Joscha, ich muss mit dir mal jetzt über Dings sprechen. So, ich habe da sowas gehört. Und ja, habe ich auch schon gehört. Dann haben wir irgendwie eine Stunde darüber gequatscht, was dann ja tatsächlich wieder der klassische, perfekte Podcast-Effekt ist. Du meinst, dass Leute dann darüber sprechen? Über die Themen an sich, ja, so, ja, ne? Ja, ohne jetzt über diesen Podcast direkt so, ja, aber diese war der Themen, Auslöser. Genau, der war der Auslöser und wir dann nochmal irgendwie detailliert über diese Themen gesprochen haben, was ja super interessant ist dann. Weil, weißt du was? Meine Mom, ich habe meine Mom auf Podcasts gebracht und hey Mom, Grüße, sie hört jetzt nur noch Podcasts. Sie ist total verliebt in das Medium. Und sie ist mittlerweile so weit, dass sie mich anruft und mir sagt, ey, der Precht und der Lanz, die haben da jetzt einen neuen Podcast, den solltest du dir unbedingt mal anhören und ich möchte auch deine Meinung darüber wissen. Ja. Und gerade dieses, ich kann mir vorstellen, vielleicht war das damals so, als Radio aufkam oder als Fernsehen aufkam, dass erstmal alle so gesagt haben, was ist denn das? Aber dann irgendwann hat es halt die Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise durchdrungen und dass dadurch dann wirklich Talking Points entstehen oder wieder aufgegriffen werden. Und da müsste man noch dann sagen, da macht das Medium Podcast ganz, ganz viel, ganz, ganz richtig. Ja, absolut. Und anderen Podcast, auch einen viel diskutierten, weil
ich finde halt nicht genug Indie-Podcasts, sodass auch bei mir sehr viele von den sehr Bekannten einfach ankommen. Auch hier so eine das episodische Ding. Das KenFM-Ding, oder? Ja, genau, das KenFM-Ding. Hast du gehört? Ja, so zur Hälfte ungefähr. Ich finde halt KenFM wahnsinnig uninteressant. So, ich. Mhm. Ja, genau. Also, das ist es eigentlich schon so. Ich kann das verstehen, so, und das ist natürlich auch irgendwie, also. Produktionstechnisch ist ja super gemacht, ne? Da müssen wir irgendwie nicht drüber diskutieren. Aber genau, das hat mich halt auch interessiert, weil das ja auch dein Handwerk ist. Wahnsinnig, also natürlich gut gemacht, so. Das sind alles Vollprofis, da sind irgendwie der NDR, der BR, da sind vier Produktionsfirmen drin im Prinzip, ne? Musst du mal überlegen. War das nicht nur hier Studio Bummens, die das gemacht haben? Nee, da war NDR mit drin. Also Studio Bums ist dann irgendwie quasi, die haben wahrscheinlich die Organisation irgendwie gemacht, aber die ganze Recherchearbeit und so, da kam natürlich auch viel vom NDR, vom BR und noch eine Produktionsfirma. So. Also es sind vier Parteien, die da drin sind. So. Mhm. Da wird dementsprechend auch relativ viel Geld drin gesteckt haben, tippe ich jetzt einfach mal so. So hört sich's auf jeden Fall an. Das heißt, da ist jetzt nicht wirklich die Berechtigung, das besonders schön zu reden, finde ich. So, weil man einfach sagt, ja, okay, das ist handwerklich top gemacht, aber das erwarte ich auch von der Produktion. Ja, ist ja so. Ja, nein, also, ist okay. So, wo ist ich okay. Mir dann denke, ja, also das muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht irgendwie mit rausstechen. Ich finde das Thema, mir würden andere Themen einfallen, die ich interessanter fände, irgendwie Cum-Ex und solche Sachen. Irgendwie fände ich jetzt spannender als KenFM. KenFM ist aber natürlich sehr polarisierend und dementsprechend kickt das halt, ne? So, das wollen die Leute gerne hören. Das ist True Crime. Ja. Dann, ohne das negativ zu meinen, aber es ist natürlich sowas, es ist schon so, also so, wie ist der so komisch geworden, wie er jetzt geworden ist und so weiter. So, ja, so. Aber ist KenFM an der Stelle nicht auch so eine, das ist ein komisches Wort dafür, eine gewisse Galionsfigur für eine Bewegung und ein Mindset, was sich in den letzten paar Jahren immer stärker rauskristallisiert hat? Er ist ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob ich ihn an Galionsfigur. Das ist ja auch immer so ein bisschen, ne, was man dann so selber mitkriegt. Aber ich glaube, da gibt es ja auch noch ein paar andere. Aber klar, er ist schon so. Hast du die erste Folge davon gehört? Ja. Ich fand, also ich wusste überhaupt nicht, dass er vorher, also ich wusste, dass er Radiomoderator war. Ja, wie krass, das wusste ich alle, das fand ich auch ganz interessant. Und tatsächlich, was für ein kreativer Kopf das war. Ja, aber wahnsinnig, also ich finde das ja wahnsinnig eklig und anstrengend, was der da gemacht hat. Also so ein Alpha, also da merkt man letztendlich, da hat man dann schon gemerkt, okay, woher sein jetziges Ding auch kommt, er findet sich halt einfach sehr, sehr, sehr geil. So, und ja, das war natürlich früher auch schon dieses, und ich fand die Art, wie der da moderiert hat, und so sehr anstrengend. Und absolut, sehr, so, ne, aber was für Ideen der da so aus dem Ärmel geschüttelt hat, sowas wie, das wurde da ja auch zitiert, irgendwie er wollte Westerwelle und Westbam einladen und dann sollte Westerwelle auflegen und Westbam sollte ihm was über Finanzpolitik erzählen. Und diese Ideen, die er hatte, die er dann mal so aus dem Ärmel gezogen hat und auch dieses... Ja, interessant auch, wie der quasi, dass er alles dann doch irgendwie scheinbar unabhängig so von den Radiosendern mit seinem eigenen Studio und so alles gemacht hat. So, ne? Das ist ja, beziehungsweise die haben ihn halt machen lassen. Ja, genau. So. Es ist schon interessant, ja. Also, aber der Typ an sich, weiß ich nicht. Ich finde, da muss man gar nicht so viel drüber reden, weil er mir halt... er interessiert mich nicht. Nee. Also mich persönlich, ne? Ich will nicht sagen, dass der irgendwie nicht gefährlich ist oder irgendwie da irgendwie einen Impact hat, der vielleicht nicht unbedingt sein sollte und so weiter und die Thematik auch irgendwie wichtig ist. Aber für mich persönlich hat da dann der Reiz gefehlt, das komplett durchzuhören. Ich finde es halt faszinierend, wie eng solche Leute oder nicht eng, wie gleichförmig das häufig ist. Mhm. Wenn du dir auf der einen Seite so jemanden wie KenFM anguckst, und auf der anderen Seite des Ozeans so jemanden wie Alex Jones, wo du halt ganz genau siehst, du hast die ganzen Vergleichspunkte, aber eben auch diesen ewigen Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. So dieses, in Amerika ist es immer ein bisschen krasser, und zwar in alle Bereiche, und es ist immer eine ordentliche Schippe kapitalistischer.
was Alex Jones in seiner Show da alles verkauft, ja, und klar, so weiter. Ja. Und aber wenn du quasi so die krassesten 10% ins Positive und ins Negative, wobei bei Jones ist nicht allzu viel Positives zu finden, also da nimm mal besser 20% vom Negativen weg. Wenn du das so ein bisschen beschneidest, dann ist das immer, was in Deutschland wiederzufinden ist. Und ich fand, das hat man dieses Mal auch bei der Wahl gesehen, dass es irgendwann so ging, dass nicht mehr die Politiker gesagt haben, wofür stehen wir, sondern was ist scheiße an den anderen. Ja, das stimmt. Das war schon irgendwie ausgeprägt dieses Mal. Ne? Was aber... Ich will da die Medien auch nicht so ganz in Schutz nehmen, ehrlich gesagt. Auf keinen Fall. Auch, dass es da irgendwie dann immer viel rezipiert, wo, also so, das ist dann halt so eine komische Bubble, die sich da ineinander... Ja, natürlich, natürlich. Das eine... Berliner Blasenentzündung, sagt man letztens. Bekannter von mir. Schön gesagt. Berliner Blasenentzündung. Aber nein, natürlich greifen die Medien das auf, was irgendwie krass rüberkommt. Das heißt, wenn irgendein Politiker wir hatten das vorhin, einfach nur seine Talking Points anbringt, die hat man entweder gelesen oder schon mal gehört, da hört keiner hin. Aber wenn ein Politiker einen anderen krass beleidigt, da werden auch die ganzen Medien drauf anspringen und sagen, oh, guck mal, das wollen die Leute doch lesen oder hören oder sehen. Ja. Ja, zudem hast du in dieser Bubble ja noch dieses 2%ige Twitter-Universum, was irgendwie eigentlich niemanden interessieren sollte, aber irgendwie, also es hat ja eigentlich dann, wenn man es jetzt, ne, prozentual an der Bevölkerung und so sieht, null Relevanz, so wird ja aber wahnsinnig rezipiert, so, ne, von Politikern und von Journalisten. Ja, weil Journalisten und Politiker ja auch da sind. Da sind ja ich auch, ich lese immer mit. Ja, ich lese wirklich ganz, ganz wenig nur noch auf Twitter, weil ich mich... So, also für mich ist es wirklich so, wenn ich mir den Tag versauen will, dann starte ich mit einer Stunde Twitter. Dann bin noch ich. Eher Facebook, oder? Ist das nicht noch schlimmer, glaube ich? Facebook gucke ich gar nicht mehr. Achso, ja, ich bin da auch gar nicht mehr. Ich bin Facebook gar nicht mehr, kann ich nichts zu sagen. Wobei ich tatsächlich überlege, jetzt hier noch so eine Seite für den Podcast irgendwie bei Facebook zu machen. Macht das Sinn? Was? Sind da nicht nur eh nur Boomer? Oder bist du auch schon Boomer eigentlich? Nein, du bist. Nein, ich glaube, ich bin Generation. Nee. Ich glaube, ich bin Xer. Also Generation X, ja. Glaube ich. Bist du kein Millennial, bist du älter? Ich glaube ja. Wann vor 80 geboren? Nee, 80 geboren. Ja, dann bist du genau, da bist du noch der erste Millennial. Also es ist 80 bis 2000, meine ich. Wenn ich mich nicht täusche gerade, sind die Millennials, also Y. Oder täusche ich mich gerade? Oder war es 90 bis 2000? Nee, ich meine, es sind immer 20. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, es war 90. Pass auf, ich geh mal kurz pinkeln. Ja. Fact-check du das mal kurz. Und was bin ich? Millennial. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ist 80 bis 2000, 20er. Das sind immer 20 Jahre, diese Dinge. Aber die Generation X, das war doch die zur Grunge-Generation. Nee, das sind Millennials. Also Y. Alter, ich glaube, ich war über 30, als ich das erste Mal das Wort Millennial gehört habe. Ja, das kam dann irgendwie erst später, aber also diese Wörter, diese Definitionen, dann kommen ja meistens auch immer erst später, ne? Aber wo hast du diese Statistik überhaupt her? Ich habe jetzt einfach Generation Y und bin dann auf Wikipedia gekommen. Aber ich habe darüber auch schon mal was gelesen, deswegen, das passt auf jeden Fall. Also es sind immer diese 20er-Jahrgänge. Ja, sicher. Hast du einen Filter zufällig noch? Nee, ich mach das ohne Filter. Achso, ja gut, dann mach ich das auch mal ohne Filter. Na gut. Ja gut. Ich wusste nicht, dass man... Vielleicht kröpfe ich mich dagegen zu sehr auf, aber... Ich glaube, ich war 27, als das iPhone rauskam. Und ich habe da auch mal irgendwas mit den 90ern gelesen. Weil war das nicht, dass man als Millennial keine Zeit, also bewusst keine Zeit ohne Internet wahrgenommen haben kann? Nee. Wo ist mein Tabak eigentlich? War das zu? Ja, aber... Hast du recht. Was suchst du denn jetzt? Du hast den doch da. Ja. Also da hinten sehe ich Blättchen und sowas. Okay. Nee, das ist die danach. Das ist dann Zeta. Nee, was ist das letzte? Doch, Z. Ist das nicht Y? Nee, Y sind wir, ist Millennials. Y und Millennials ist das gleiche? Ja, meinetwegen. Da gehen meine Träume dahin.
Wo waren wir eigentlich? Ja, bei den Millennials. Ja, gut, okay. Aber das haben wir jetzt geklärt. Das haben wir jetzt geklärt. Wobei ich das. Ja, ich glaube. Weiß ich nicht mehr so richtig. Irgendwas mit Podcasts. Ja, wir hatten die KenFM-Sache. Ah ja, genau. Ja, was gibt's noch so zu erzählen? Ja, was gibt's noch zu erzählen? Nein, ich meine, es ist ja ganz interessant zu beobachten, auch Leute, die nicht in der Bubble sind, in der Podcast. Wir waren bei Twitter, beim toxischen Twitter und generell bei Social Media. Warum glaubst du, dass Twitter so eine Rolle spielt? Obwohl es ja faktisch, also bevölkerungstechnisch, keine Relevanz hat. Erstens das und zweitens, dass Leute, die auf Twitter berühmt sind, sind auch häufig, nicht immer, aber nur auf Twitter berühmt. Oder anders. Ich glaube, dass es bei vielen Leuten, die auf Twitter ein massives Standing haben, die wären nahezu irrelevant, wenn man den Twitter wegnehmen würde. So ungefähr wie Influencer auf Instagram. Ja, das gibt es sicherlich, aber natürlich auch irgendwie. Also ich glaube, da Twitter lebt in Deutschland oder generell viel einfach von Politik. Ja. Also dass da politischer Diskurs in Anführungsstrichen ja. theoretisch stattfindet und der halt rezipiert wird vor allem. Ne? Ja. Also ich meine, der Stefan Schulz hatte mal gesagt, man kann nicht twittern. So, wer war das? Schulz von Thun oder was? Mit dem man kann nicht reden. Man kann nicht kommunizieren. War das von Thun? Das war von Thun. Genau. In dem Kontext, weil selbst Oma Erna in der Tagesschau abends einen Tweet von Donald Trump dann damals, also das war so zu der Zeit, so vorgesetzt kriegt. Ne? Ja. Ja, aber ich glaube, Trump hat das. Trump hat das Twitter-Game auch noch mal verändert, weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass Twitter überhaupt so in die breite Öffentlichkeit gedrückt wurde. Und daraufhin hat sich, glaube ich, dann, ja, also das sehe ich, glaube ich, nämlich auch so ein bisschen ähnlich. Das ist irgendwie dadurch halt so in diesen journalistischen Mainstream auch gekommen ist, weil man musste das natürlich dann irgendwie. Naja. Aufnehmen und so weiter so. Und dann machen viele Politiker damit. Irgendwie jetzt in Deutschland sind ja auch sämtliche Politiker eigentlich da, außer Robert Habeck, dem ich das sehr hoch zurechne, dass der gesagt hat, nö, da mache ich nicht mehr mit. Mhm. Ja. Es ist, also gerade Twitter ist so eine sehr stammeshaftige, so eine tribale Funktion. Da ist immer nur so wir gegen die. Und das ist vor allen Dingen immer wir gegen die. Ja, ja, ja. Und das nervt tierisch. Das habe ich auch so ein bisschen jetzt in der Wahl gesehen, dass es. Also es kommt aber immer drauf an, ne? Du musst die Bubbles sehen. So. Also das ist dieses Wir gegen die ist eigentlich, glaube ich, rein dieses politische Ding. Wenn man so, was weiß ich, ich bin da so ein bisschen so in so einer Sounddesign, auch irgendwie aus dem amerikanischen Bereich so, und das ist nicht so. So, da spricht man dann über neue Equalizer und weiß ich nicht was, wie cool LX8 jetzt ist und so weiter. Ne? Also die wirklich wichtigen Themen. Die wirklich wichtigen Themen. Ja. Es ist auch vernünftig. Das ist, ja gut, du kannst dir natürlich auch da immer deine Bubbles suchen, aber das ist ja in jedem, ich glaube selbst wenn du auf Facebook einfach nur dich, wenn du nur in einer Gruppe bist, die sich über alte Gitarrenverstärker unterhält, dann ist das eine Sache. Aber wenn man das Ganze jetzt in einem... Wehe, du spielst einen Transistorverstärker, dann gibt's Ärger. Ja, ja. Auch da. Außer teilweise bei Bässen. Da werden Transistoren ja schon. Und hier der Jazz-Chorus ist auch ein Klassiker. Richtig. Das ist der kleine. Ist das 50er? Der kleine, der 50er, 60er oder was heißt der? 50. Ja, gut, der ist natürlich. Ist aber auch der einzige Roland-Amp, der so ein legendäres Standing hat. Ja. Da habe ich einen 120er von. Oh, schön. Ja. Ist der dann in Stereo eigentlich? Genau, ja, ne? Das ist dann wirklich Stereo mit zwei Speakern und so weiter. Und ich mag auch diesen... Der Look ist geil. Ja, dieses sieht halt aus, als hätte die Army den entwickelt, so ein bisschen. So wie man sich so Spielzeugsoldaten... Das ist ein schöner Amp irgendwie. Ja. Muss ich auch mal jetzt zu dem Markus da bringen in Wattenscheid.
weil der ist doch ziemlich durchgerockt irgendwie so, ne? Den hatte ich halt seitdem ich, also meine Eltern haben den irgendwann früher gekauft, so, so, und dann habe ich den halt mit meinen ersten Rockbands verwendet und so weiter und. Du hast damit Rock gespielt? Wir hatten ja nichts. Ach so. Ja, was sollst du machen, so, wenn du ja, Rock hast, aber halt nur diesen Amp. Ich meine, es geht auch, der ist halt relativ clean und ich zerre eh immer nur vorher eigentlich so, ne? Ich, also gut, hat der auch seine eigene Zerre? Ja, der hat auch einen Distortion drin, der klingt das ist die hässlichste Distortion. Das ist so, wie wenn du bei diesen alten Casio-Keyboards dann auf Distortion gedrückt hast. Also ganz furchtbar. Aber der ist laut. Ja, viel zu laut für meine Wohnung. Deswegen habe ich auch eigentlich, also ich nutze den eigentlich gar nicht, ich nutze eigentlich nur den Camper. Kennst du die Amps von Akustik? Nee. Ja, das ist nämlich, die kennen, relativ wenig Leute kennen die. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, die zu googeln, weil die hießen Akustik. Ja, Google mal Akustik-Amp oder Akustik-Gitarrenverstärker, vielleicht kommst du dann da irgendwann nach drei Jahren hin. Ja, nicht wirklich. Ja. Und ich habe mal davon einen alten, also klar, die Firma gibt es nicht mehr. Die ist dann irgendwann von Mesa Boogie vom Markt geklagt worden. Ah, doch, da habe ich mal was drüber gelesen tatsächlich, wurde das das. Da bin ich irgendwann mal in so einem Forum drüber gestolpert. Ja, so. Und ich habe, als ich diesen Amp hatte und ich wollte dann halt wissen, was es damit auf sich hat, weil der klingt total geil. Und dafür, dass der wirklich aus den 70ern ist, hatte der relativ ausgefuchste Features. So, du kannst den per Schalter von 60 auf 100 Watt umschalten, ist halt auch Vollröhre. Oh, der hat so einen Attentuator quasi dann. So quasi. Quasi. Irgendwie quasi, so, ja. So interessant. Das gibt's ja echt nur bei den eigentlich aktuellen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Überleg so ein bisschen mir gerade so einen Tone King zu besorgen. Das sagt mir jetzt nichts. Aber lass mich das noch ganz kurz. Ich habe dann wirklich geguckt und ich habe wenig gefunden. Also wirklich, das Internet war relativ leer. Und dann war ich irgendwie angetriggert und habe so ein bisschen zusammengesucht und habe dann auf dem Blog von der Firma, also von meiner, dann einen Artikel darüber geschrieben. Wirklich, ich habe tagelang recherchiert. Ich habe sogar alte Patente gefunden, die ich dann da auch verlinkt habe. Und surprise, surprise, tatsächlich ist mein Blog-Eintrag zu der Firma Acoustics nach bestem Wissen und Gewissen von mir der ausführlichste Artikel im gesamten Internet über diese Firma, der sogar so gut ankommt, dass mich ehemalige Angestellte der Firma angeschrieben haben. Lustig. Völlig geil. Ich kenne die Story. Haben wir da letztes Mal drüber schon oder war das im Vorgespräch? Ja, nein, vielleicht, kann sein. ja, nee, das war so eins der Highlights meines Lebens. Nee, aber sind unglaublich schöne Amps, vor allen Dingen, sobald du da die Zerre einstellst, du hast halt diesen Instant, diesen Queens of the Stone Age Sound. Ja. Gerade so von den frühen Alben. Ja. Und super schöne Amps, die man teilweise relativ günstig bekommt, weil kennt halt keiner mehr. Ja, die Preisgestaltung bei diesen Sachen ist ja auch immer so ein bisschen relativ, ne? Da geht es ja dann viel irgendwie, dann sieht man irgendwo, ich meine, damals war es ja mit den Gitarren auch so, ne? Ja. Dann spielt irgendwie Bruce Springsteen eine Telecaster und alle wollen dann auf einmal eine Telecaster haben. So, ne? Was eine tolle Gitarre ist. Niemand hat sich mehr über den Erfolg damals von Nirvana gefreut als Fender. Ja. Oder davor war es halt. Ja, vor allem, er hat einen Jaguar gespielt, so, ne? So ein Ding, was eigentlich völlig unterging dann irgendwie davor. Was ja alles so ähnlich wie mit der. Ja, die Jazzmaster ist ja auch irgendwie so ein Ding, was irgendwie jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen an Popularität gewonnen hat, so, aber grundsätzlich erstmal so nicht die Gitarre war, mit denen die dann damals Erfolg haben. Und dann haben wir auf einmal irgendwer spielt die dann so und dann geht's los. So, ne? Das war davor mit Guns N' Roses, Slash und Gibson, genau das gleiche. Ja. Der übrigens, ich weiß nicht, ob das ein Hoax ist, aber ich habe heute noch irgendwo gelesen, dass er hatte wohl so eine legendäre 58er Les Paul und der hat jetzt in einem Interview zugegeben, dass er die ganze Zeit eine Replika gespielt hat. Keine Ahnung, ob das stimmt. Doch. Also, ich weiß mit wem, genau, mit dem Markus auch da aus Wattenscheid, der meine ganze Technik repariert und baut, mit dem hatte ich mich darüber unterhalten und daher ist er eigentlich auch, es gibt ja mittlerweile total viel diese Custom Relic
Dinger. Und die sind deswegen entstanden, weil die großen Bands ihre alten Gitarren nicht immer mitnehmen wollten. Und dann aber auch nicht immer mit Nigelnagel neu glänzenden Gitarren auf der Dings stehen wollten, auf der Bühne stehen wollten und sich die dann einfach haben bauen lassen und ein bisschen Relic drauf, ein bisschen abgeschmirgelt und sonst was. So, dadurch ist diese ganze Relic, was ja mittlerweile unheimlich populär ist, ne? Du kriegst ja irgendwie von allen die Fenders und sonst was irgendwie in super abgerockt irgendwie, aber halt neu. Ja, die hängen sich dann irgendwelche Leute dann an die Wand und fühlen sich im Moment wie ein Rocker. Ja. Ja, weiß ich. Wobei, ich möchte ja gerne die, da ist jetzt noch eine neue rausgekommen, aber ich möchte gerne die 2008er Telecaster Relic Fender Joe Strummer haben. Ja, ist das nochmal? Alter! Joe Strummer war der Sänger von The Clash? Ach so, ach ja. Also shame on you. Ja, sorry, ja, ich bin... Sag nicht, du bist müde, es ist 13 Uhr. Jung. Jung! Naja, du auch bist, nicht mehr. Du bist ein Millennial. Ja, ich bin auf jeden Fall voller Millennial, ja. Aber was ist hier mit Audiophil? Ja, sollten wir vielleicht nochmal zurückkommen. Wann kommt denn da jetzt eine neue Folge? Weiß ich gar nicht. Na toll. Thema abgehakt. Ja, kommt jetzt irgendwie bald. Wir müssen uns mal wieder finden. Wir hatten jetzt irgendwie zwei Termine, aber die mussten wir irgendwie alle verschieben. Einmal musste ich verschieben, dann war Christiane krank. Ja. Okay. Und jetzt wird irgendwie die nächste Folge irgendwann, ich gehe mal davon aus, dass wir den dann im Oktober aufnehmen. Ja, im September wohl nicht mehr. Nee, das ist vorbei, ne? Ja, stimmt. Heute ist der letzte. Heute ist der letzte. Heute, heute ist der 30. September. 30. Ja. Musst du nicht nachprüfen. Vertrau mir einfach. Glaube ich dir, ja, doch. Ich habe heute noch eine Deadline. Hast du echt noch? Ja. Was musst du machen? Oh, ich mache gerade so ein Erotik-Thriller-Hörspiel. Kein Podcast? Ja, es ist, wird über Podimo ist der Kunde, ja. Okay. Das veröffentlicht. Das sind 15 Folgen, glaube ich. Ja. Und ist halt aber so in so einem Hörspielcharakter, ne? Ah, okay. Und ist okay, fiktiv, also voll fiktional. Ist irgendwie, ich glaube, ursprünglich australisch, wurde dann in Schweden adaptiert und wird jetzt nochmal im Deutschen adaptiert. Mhm. Also es gibt ja auch mittlerweile immer mehr, ne? Das so, also ich mache jetzt auch für Audible so ein französisches, was aus Frankreich kommt, was die dann in Deutsch adaptieren, so ein ASMR-Podcast irgendwie. Ein ASMR-Podcast? Mhm. Gibt es für ASMR... Oder erklär bitte mal kurz, was ASMR ist. ASMR ist, wenn man ganz nah am Mikrofon sitzt und vielleicht so ein bisschen drüber streichelt und Geräusche ganz intensiv und nah in sein Ohr bekommt. Findest du sowas gut? Magst du selber ASMR? Ich kann damit nicht viel anfangen, ne. Und das Lustige dabei ist, es ist wahnsinnig schwierig, Sprecher dafür zu finden, weil dieses gezwungene, leise Flüsterreden total schlecht wohl für die Stimme ist. Ja, Das und deswegen gibt es ganz wenig, also ganz viele professionelle Sprecher, die sagen, nee, machen wir nicht. Ja, das habe ich auch mal. Flüstern, also eben speziell dieses, wenn die Stimme nicht mehr da ist. Das, das hat mir mal jemand erklärt, warum das so ist. Ist auf jeden Fall nicht cool für die Stimme. Nee, da fehlt dann so, dadurch, dass halt ein bisschen Druck auf die Stimmbänder kommt, gibt es, ich meine, absolutes Halbwissen. Ich meine, das ist wie so ein Selbstreinigungseffekt. Dadurch, dass die Stimmbänder halt in Schwingung sind, da bleiben die elastisch oder irgendwie so. Und wenn du halt flüsterst, dann, Flüstern ist, glaube ich, schlimmer als Schreien für die Stimme. Zumindest langfristig. Ja, gerade und wenn dann so ein Ding irgendwie 20 Minuten geht und du musst davon 20 Folgen aufnehmen, ist das wahrscheinlich nicht so cool. Ich denke mir aber eigentlich, kann das über das Medium ganz gut funktionieren, weil das Video brauchst du für diese Sachen ja eigentlich nicht unbedingt. Nee, überhaupt nicht. So, von daher ist es gar keine schlechte Idee, das so umzusetzen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das geht erst irgendwann im November oder so geht das los mit der Produktion da. Mhm. Und ich kriege da zum Beispiel dann auch relativ viel vorgegeben, weil es im Prinzip die Produktion ja schon gibt und das wird einfach, es wird mehr oder weniger einfach der Sprecher vom Französischen oder die Sprecherin ins Deutsche ausgetauscht. Und ich krieg dann die Pro Tools-Dateien. Also quasi wie eine Synchro.
Genau, und setze das dann, ersetzt das im Prinzip, da muss man natürlich ein paar Effekte wieder ein bisschen verschieben und so, ne? Das ist fast irgendwie so, weil Französisch. Die ganzen Effekte und so weiter, die gibt es schon. Das gibt's alles. Es gibt diese fertige Produktion auf Französisch und die wird im Deutschen adaptiert. Ah, okay. So, das heißt, da wird im Prinzip, das ist eigentlich ein relativ easy Job, so, da tauscht du halt einfach die Hauptstimme aus. Ja. Und passt dann natürlich, irgendwie muss das alles ein bisschen anpassen. Naja, und so natürlich, weiter, ne? Natürlich. Aber ja, okay, ja, das ist ja das, was im weitesten Sinne, was sonst die Synchronsprecher quasi bei Filmen oder so on the fly halbwegs, will ich jetzt nicht runtermachen. Synchronsprecher ist, glaube ich, auch ein cooler Job, wenn man eine gute Stimme hat. Ja, stimmt, ganz interessant. Also ich habe ja mittlerweile auch Kontakt zu ein paar, weil das natürlich auch einfach alles Sprecher sind und die dann auch für solche Sachen gebucht werden. Mhm. So, also für diese ganze Riege ist jetzt tatsächlich auch nochmal ein neuer Markt entstanden eigentlich. Ja gut, aber das geht ja einher auch mit Netflix, weil da ja einfach so viel Content kommt, der synchronisiert werden muss. Ja. Das ist, wobei da frage ich mich auch immer, ob da nicht auf Dauer mit diesen ganzen Sprach-Deepfake-Programmen, ob das nicht bald das ablöst. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, aber was heißt heutzutage ein bisschen? 20 Jahre? Never. 10 vielleicht? Maximal. 10, ja, so. Maximal. Überleg mal, was in 10 Jahren passiert ist. Also ich meine, ich habe letztes Jahr mal dieses Descript, ich glaube, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, ich habe das nämlich im Sommer und wir haben, glaube ich, auch mehr oder weniger um dieselbe Zeit aufgenommen. Ja, ich meine auch, ja. Hatte ich dieses Descript probiert, das ist so ein amerikanisches Unternehmen, die auch so im Podcasting-Bereich gehen, wo du quasi das Ganze auch noch transkribiert hast, so, und dann kannst du einfach Wörter rauslöschen oder kannst die neu einfügen. Ja. Und kannst mit dieser Software, eigentlich ist es so eine All-in-One-Solution, ne, die aber halt diese Sprach-AI noch haben. Dann liest du irgendwie eine Dreiviertelstunde, musst du was vorlesen, dann generiert deine Stimme. Genau. Und gab es jetzt auch letztens eine sehr gute Folge vom Verge-Cast. Mhm. Verge ist ja so ein amerikanisches Tech-Magazin, genau so. So wie hier T3N oder so. Genau, so in dem Stil. Wired wäre ein gutes Beispiel. Genau, Wired wäre ein gutes Beispiel. Genau, die hatten da eine sehr gute Episode drüber. Kann ich mal raussuchen, kannst du vielleicht verlinken. Ja, gerne. Dann, sehr gerne. Die ist tatsächlich ganz interessant gewesen, weil das einfach, also das Letzte, was ich da war, auch dann irgendwie so vor einem Jahr oder so oder anderthalb, was ich dazu gehört habe, das war 20.000 Hertz, ist so ein Sounddesign-Podcast, wo es tatsächlich nur so um Sounddesign und sowas geht. Mhm. In allen möglichen Sachen, die Stimme von Siri und so, auch eine klare Empfehlung, ist ein super Ding. Oder wie das Netflix-Logo, das Sound-Logo entstanden ist und solche Sachen. Okay. Und die haben auch mal über diese Sprach-AI gesprochen und haben dann eine schöne Folge zugemacht. So. Die sind auch immer sehr aufwendig gebaut. Und so. Was glaubst du denn? 10 Jahre? Ich meine, 10 Jahre ist keine heute... Keine Ahnung, ich kann sowas überhaupt nicht einschätzen. So, da würde ich jetzt keine... Also was bringt uns da jetzt, wenn ich jetzt sage 10 oder 7? Kommen wir auch nicht weiter mit. So, okay, stimmt. Das ist natürlich ein Punkt für Also dich. Da wird sicherlich irgendwie was passieren. Inwieweit das dann komplett ersetzt wird und so, weiß ich noch nicht. Also momentan ist es auf jeden Fall so, wenn du so komplette Sachen machst, ist es dann schon manchmal ein bisschen glitchy. Mhm. So einzelne Wörter kannst du super ersetzen. Ja. So, das funktioniert einfach schon gut. Aber so in diesem Sprachfluch hast du dann manchmal so irgendwo, wo du sagst, nee, so würde man eigentlich nicht reden. Aber da, ich meine, diese Entwicklung ist da wahrscheinlich, wie heißt das Wort, was wir letztes Jahr so schön gelernt haben, exponentiell. Ja, wird es sein. Ich habe da ja, ich meine auch, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, weil Adobe ist da ja auch irgendwie dran. Ja, aber haben die das nicht irgendwie wieder eingestampft, das Projekt? Vielleicht. Ich meine, irgendwann mal sowas gelesen zu haben, bin mir aber nicht ganz sicher, weil das ist schon echt ein paar Jahre her, wo die das mal irgendwie. Vielleicht waren die da auch einfach der Zeit voraus und damals war das noch nicht, das dann noch gut nicht so genug. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie aber auch. Man weiß das ja auch nicht. Man sitzt ja auch nicht drin in den. Ich glaube, wenn sowas passiert, wann auch immer, dann wird es dann, also von dem ersten wirklich dramatischen Aufkommen bis dahin, wo das Ding nahezu das meiste übernommen haben wird, das wird dann wahrscheinlich nur 1,5 Jahre, 2 Jahre dauern. Vermutlich, ja, das wird dann relativ schnell gehen, wenn es dann erstmal drin ist. So, ne? Werden so Nachrichtensprecher und so, das werden halt mit die ersten sein, die da übernommen werden können. Ob es dann vielleicht sogar noch irgendwie ein fotorealistisches Video, was auch artifiziell erstellt wird, dazu gibt, weiß ich nicht. Klaus Kleber als Deepfake, oder? Naja, wenn man, ich meine, guck dir die Videospiele an. Wäre auf jeden Fall günstiger, ne?
Ja. Der kriegt sehr viel Geld. Ja, und das ist ja, ich meine, Automation, das ist ja auch ein Begriff, den wir in den letzten Jahren immer häufiger gehört haben, das wird ja kommen. Die Frage ist ja nur, wann. Ja. Und ich glaube nicht, dass es in dem Bereich oder vor so einem Bereich Halt machen muss. Nee, willst du nicht. Also, ne, ob man das nun will oder nicht und wie cool man das findet, so, da gehe ich auch von aus, dass wird auf jeden Fall in Teilen sicherlich eingesetzt werden. Ne? So. In Deutschland gibt es halt alles noch nicht so wirklich so. Ne? So, es gibt das irgendwie alles nur so vernünftig, also so im Englischen. Ja. Weiß nicht, ob dann die Firmen irgendwann auch einfach, ich meine, wie schwer ist dann, kann ich nicht einschätzen, wie schwer ist das, ist so eine AI dann auf Deutsch umzupolen. Wahrscheinlich, ja, wenn es wenn es wahrscheinlich so weit entwickelt ist, dass man sagt, wir können damit vernünftig arbeiten, geht das wahrscheinlich auch wieder relativ flott, ne? Dann lässt man die da irgendwie ein paar Monate Deutsch lernen oder noch nicht mal irgendwie, die liest sich da 10.000 Bücher durch in 10 Sekunden und dann kann die das irgendwie. Wobei, wer weiß, ob die an der deutschen Grammatik dann nicht auch verzweifelt. Da hätte Frank Thelen bestimmt noch ein, zwei Worte mitzureden und würde sich darüber ereifern, dass ja der Innovationsgeist in Deutschland viel zu gering ausgeprägt ist. Ja, der arme Frank. Womit er teilweise, muss man ihm lassen, auch recht hat. Also wir haben uns nicht unbedingt in den letzten paar durch Innovation hervorgetan. Ja. Wäre so vielleicht das Paradebeispiel, ne? Ja. Oder Kohle. Ja, ich wollte es gerade sagen. Energiesektor, so. Ja, man subventioniert halt lieber irgendwas, was ich alleine nicht tragen würde. Man trat dann trotzdem immer noch, der Markt wird es regeln. Ja, nee, offenbar nicht. Und dann heißt es, ja, aber was sollen wir denn ohne Kohle machen? Ja, lass es doch einfach sterben. Das ist doch in Ordnung. Alles hatte doch seine Zeit. Ja, sowieso. Ich bin da absolut für. Keine Ahnung, ich kann das immer nicht einschätzen, wie das jetzt ist mit diesen ganzen, ne, ob wie dann die Energielast zu stemmen ist mit Erneuerbaren und so, da habe ich zu wenig Ahnung, ehrlich gesagt, von der Thema, um da wirklich ein Urteil zu machen. Also momentan geht es ja, glaube ich, tatsächlich noch nicht, gerade weil Stahlindustrie und so frisst einfach so wahnsinnig viel Strom. Das wird wahrscheinlich schwierig, das irgendwie auf einem Level irgendwie mit Solar- und Windenergie zu stemmen, so. Keine Ahnung, ich hatte letztens noch mal was über Thoriumreaktoren gelesen, was ich irgendwie auch ganz interessant finde. Ja, was war das nochmal? Die AfD ist da ja auch hinterher irgendwie, ne? Was? Ja, die Weidel hatte das letztes irgendwo mal immer gesagt, Thoriumreaktoren. Ist aber so, nur weil sie das gesagt hat, heißt es ja nicht, dass alles Kacke ist. Ich finde es sehr interessant. Was ist es denn? Ein Reaktor, also ein Atomreaktor. Okay. Aber der halt nicht mit so einem klassischen Brennelement funktioniert, so. Okay. Sondern irgendwie mit so einem Flüssigsalzreaktor und dann wird irgendwie dadurch wird das dann irgendwie, wie gesagt, ich habe das auch nur so ein bisschen gelesen, so wirklich intensiv könnte ich da jetzt, da brauchst du vielleicht mal so einen Atomwissenschaftler, der dir das genau erklärt. Ist auf jeden Fall wesentlich sicherer, also du kannst nicht so einen Super-GAU damit erzeugen, weil das wird dann einfach hart irgendwie, wenn es da einen Fehler gibt. So. Und dann, du, ich glaube, da gibt es auch eine Doku irgendwo. Es gab eine unglaublich gute Arte-Doku da dazu, die habe ich mal vor 2 Jahren oder so gesehen. Aber ich glaube, da gibt es auch eine auf Netflix oder so. Kann gut sein, ja. Thorium heißt das? Thorium. Ja. Ist interessant, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht für propagieren oder Werbung Nein, für machen. Nein, tust du ja gar nicht, Lösung tust du ja gar nicht. Ist. Aber, also das Ding ist ja, Atomenergie ist ja im Prinzip, oder die heutigen Kraftwerke, wie wir sie hier hatten und irgendwie so in den USA und sonst wo immer noch, basieren ja eigentlich auf der Atombombe. Naja. Ne? So, weil man halt damals geforscht hat und deswegen wurde die Forschung zum Beispiel in den USA an Thorium, an diesen Thoriumreaktoren relativ schnell eingestellt, weil man halt eigentlich die Atombombe entwickeln wollte und dass die Energie war dann ein schöner Nebeneffekt. Ja. So, aber Nixon war dann natürlich auf Atombomben aus und nicht auf Energie. Reaktoren, die möglichst sicher sind und irgendwie wo wir aber viel Strom mit erzeugen können und vielleicht nicht ganz so viel Müll haben. Weiterer Vorteil ist, du hast irgendwie das Zeug baut sich dann irgendwie, der Müll baut sich irgendwie um die 500 Jahre an, statt Zehntausende. Statt alle? So, statt alle Jahre. Ja. So, und du kannst, glaube ich, sogar Atommüll irgendwie in gewissem Grad verwerten, aber alles Halbwissen? Alles eher so Halbwissen aus irgendwie so ein bisschen Dokus und letztens mal wieder einen Artikel dazu gelesen. Ja gut, ich meine, ey, du hast gar nicht die Zeit, dich jetzt noch im Atomphysikstudium so viel weiterzubilden, wie du vielleicht gerne machen würdest. Das stimmt. Ja.
Aber wo du gerade Nixon sagst, da habe ich neulich auch was Interessantes gesehen. Es war ja auch in der Zeit, als die erste, als die ersten Raketen zum Mond geschossen worden sind. Mhm. Und da gab es dann halt dieses Foto von der Erde, ne? Der blaue Planet. Ja. Und es war dieses Foto und die Bildmacht und die Wirkungsmacht dieses Fotos, die das erste Mal ernsthaft in den Menschen ausgelöst hat, so etwas wie Umweltaktivismus zu entwickeln. Ja, ja. Weil da das erste Mal gezeigt wurde, okay, wir sind alle hier auf dieser kleinen blauen Kugel im Nichts. Ja. Und das ist unsere Heimat. Das ist das, worauf wir aufpassen müssen. Das ist ja auch immer, was die ganzen Astronautinnen dann so erzählen, ne? Das ist, habe ich sie wiedergegeben? Nee, ich glaube, du hast es mir genommen. Klassiker. Was die AstronautInnen immer so erzählen, im Sinne von, ja, wenn man da dann erstmal oben, also da, dass du da einfach so einen Mindchange hast, ne? So, naja. Und auf einmal irgendwie du eigentlich alles, gerade was diesen ganzen, unsere Erde halt als irgendwie unser Wohnhabitat, ja, nochmal irgendwie wesentlich stärker empfindest, weil du dann da, ja, es ist halt dann auf einmal nur noch so ein Daumen groß oder ja, so das Ding. Ja. So. Und es ist ja auch so, du wirst ja auch mit Ehrfurcht erfüllt, wenn du irgendwie in einer ganz fantastischen, natürlichen Szenerie stehst, bei Bergen oder so. Oh ja, ich hatte das, wo ich in Frankreich war, ja, das ist ja auch irgendwo, da habe ich das erste Mal die Milchstraße so, einfach so vom Hochgucken aus gesehen. Alter. Ja. Das war auf jeden Fall eines der krassesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. So. Ja, das glaube ich. Es war total abgefahren. So. Mir war das gar nicht so, keine Ahnung, ich habe mich mit dieser Sache nie so richtig beschäftigt. Und wir dachten immer erst, nee, das sind Wolken. Und dann, aber gibt's ja auch diese komische Astro-App da fürs Handy, wo du so gucken kannst, wo ja, der große Bär und sonst wer ist. Irgendwie ja, so. Und dann da auch nochmal geguckt. Mir war das gar nicht so bewusst, dass man die so krass von der Erde sehen kann. Ich dachte irgendwie immer, das wäre halt, ist so weit weg, dass es auch nur so daumengroß ist. Ja, das kommt echt drauf an, wo du bist und wie halt auch die Lichtverschmutzung vor allem. Lichtverschmutzung, ja, genau. So, ich glaube, in Deutschland gibt es irgendwo im Sauerland oder sowas, oder irgendwo im Schwarzwald, irgendwo sonst kann wo gibt es so einen Spot, wo du es sehen kannst, aber ansonsten so hier im Ruhrgebiet kannst du ja vergessen. Ja, natürlich. So, ne, so. Hier siehst du ja nichts. Siehst du ja noch nicht mal mehr Sterne vernünftig so gefühlt. So, irgendwie, ne? So nämlich. Ich habe das erste Mal gesehen, da war ich auf Korsika und hat man halt in einer Nacht unter freiem Himmel, also buchstäblich unterm Sternenzelt geschlafen, einfach nur Schlafsack hin, Temperaturen waren okay und dann lagst du da, hast nach oben geguckt und du hast der Himmel sah so total voll aus, so übervölkert fast. Ja. Und ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit was auf einem psychologischen Level mit den Menschen macht, wenn du dich diesem gigantischen Kosmos aussetzt. Das ist ja im Kleineren so, wie gesagt, wenn du Berge siehst, wenn du irgendwas siehst, wo deine eigene Existenz so definitiv, so klein und irrelevant einfach ist, dass man da halt auch vor der Natur so eine gewisse Demut entwickelt. Ja. Und das, ja, natürlich geht uns das ab in der heutigen Zeit. Ja. Ich habe gestern Abend nochmal so eine Doku von Werner Herzog. Der weiße Diamant oder so heißt sie. Okay. Da war auch sehr viel, der hat ja eine sehr, sehr schöne Bildsprache irgendwie so, ne? Mhm. Eine sehr intime Bildsprache irgendwie und geht es um so einen englischen Naturfilmer irgendwie und auch Physiker oder was sind dann die Leute, die so Aeroplanes und sowas entwickeln? Ja. Dürfte ein Physiker wahrscheinlich im gewissen Grad irgendwie Physik sonst was irgendwie, ne? Physik macht sich da. Der hat da gut. Irgendwie so ein das war Anfang der 2000er und hat so ein Zeppelin quasi für den, womit die dann die Baumgipfel im Regenwald erkunden wollten, weil die wohl relativ unerforscht waren, zumindest zu damaliger Zeit. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, so und das ja wohl zu einem der artenvielfältigsten Reiche der Welt im Prinzip gilt, diese Baumgipfel, ne? Ja. So. Auch genauso wie der Boden darunter. Genau, also alles. Genau, so.
Aber gerade wohl noch mal da drin, wo man auch irgendwie so mit pharmazeutischen Sachen und so wohl nachdenkt und so, weil da wohl relativ viel irgendwelche tollen Sachen sein können. Wenn dich das interessiert, kann ich dir ein gutes Buch ausleihen. Von Mark Plotkin ist das. Über seine Reisen in den Urwald, ins Amazonasgebiet und auch wie er dann da mit den Ureinwohnern zusammengelebt hat und so weiter. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. Mark Plotkin. Mark Plotkin. Ist das so ein Naturforscher auch gewesen? Das ist ein Ethnobotanist, der übrigens auch einen Podcast hat. Plants of the Gods heißt der. Da geht es halt auch um die heiligen Sakramente, die dann halt über Psychedelika umgesetzt worden sind. Und er gibt halt auch einen gewissen Fokus, gerade in dem Buch, darauf, dass die Urvölker durch ihr Handeln und Wirken sich quasi in den Kreislauf der Natur mit eingegliedert haben. Mhm. Da geht es dann auch darum, wie die Ackerbau betreiben. Und zum Beispiel, dass wenn dann da so ein Stamm einen Acker hat, dass da nicht nur eine monokulturelle Pflanze wächst, sondern dass natürlich darunter dann noch irgendwelche Kräuter wachsen und dass das alles so intuitiv fein aufeinander abgestimmt ist. Das ist sehr, sehr interessant. Gibt's ja viel so in diesen Biobereichen mittlerweile, oder was ist viel, noch viel zu wenig. Die Permakultur nennt man das, glaube ich, ne? Ja. Meine ich irgendwie, wo auch immer mehr mit experimentiert wird und dann auch sich mittlerweile rausstellt, dass es überhaupt nicht ineffizient ist, so, weil das ja immer. Nein, das ist das Einzige, was geht. Eigentlich du auch ähnlich, nicht ganz so klar. Ich meine, industrielle Landwirtschaft ist halt einfach Wahnsinn so, ne? So, das klar. Ist irgendwie. Darüber müssen wir nicht reden. So, aber wirklich gute Erträge auch erzielen kannst dann irgendwie so, ne? Und viel weniger irgendwie in Pflege investieren musst. Richtig. Weil richtig. Gerade wenn du dir zum Beispiel jetzt zu Hause irgendwie so einen Garten in diesem Stil selber anlegst, das ist erstmal ein bisschen mehr Arbeit, aber irgendwann funktioniert, ist es halt ein Selbstläufer. Genau, also das ist genau. Und eben diese, die Leute, die dann da diese Beete angepflanzt haben, die wollten sich halt auch nicht den ganzen Tag um ihr Beet kümmern, so wie es zum Beispiel Farmer hier tun müssen. Ja. Die wollten das, die haben das quasi fertig gemacht und dann haben die nur die Erträge gesammelt. Ja. In diesem Buch, da ist auch so relativ zu Anfang, was einen eigentlich sehr, sagen wir mal, betreten macht. Forscher waren halt im Amazonas und es wurden verschiedene Medizin, also die Grundstoffe für verschiedenste, auch in der westlichen Welt präsente Medizin, wurden dort gefunden. Unter anderem haben die da an irgendeinem Baum, in irgendeiner Ecke, was gefunden und haben festgestellt, okay, diese Pflanze, die zeigt herausragende Ergebnisse bei der Bekämpfung von Krebs. Mhm. Und dann haben die halt gedacht, okay, da sollten wir ganz, ganz dringend hin und das jetzt dem jetzt mal auf den Grund gehen. Ja, blöd. Denn da, wo sie dann wieder hingegangen sind und diese Pflanze gefunden haben, der ganze Bereich war zu dem Zeitpunkt, als sie zurückkamen, dann schon großräumig gerodet und die Pflanzen waren weg. Shit. Das war blöd. Mist. Ja, damn. Nee, kann ich dir mal, ich weiß nicht, findest du überhaupt Zeit zu lesen? Ich lese gerade Adam Tooze, Die Zeit nach dem Lockdown oder so heißt es. Ja. Aber auch eher so angefangen bisher, es ist schwierig, aber schon. Ich bring's dir mal mit und kannst du da mal reingucken. Das heißt auf Deutsch, das heißt im Original Tales of a Shaman's Apprentice und hat im Deutschen den etwas unglücklichen Titel Der Schatz der Vajana. Und ist auch in so einer spirituellen Selbsthilfeauflage erschienen. Das hat halt immer so ein Geschmäckle. Aber das Buch, das ist nicht wirklich esoterisch. Also das zählt halt, wie er da im Dschungel unterwegs war und wie er gelitten hat auch teilweise. Mhm. Also ist schon gut. Ja, interessant. Schon gut. Ja, gut. Podcast. Ja, ich muss tatsächlich gleich auch mal loslegen. Wir haben es doch schon halb zwei. Ja, genau. Lass uns mal, gib mal drei Podcast-Tipps ab zum Schluss. Ja, da muss ich mal kurz im Podcatcher gucken. Also, David McWilliams, The David McWilliams Podcast ist ein Wirtschaftspodcast.
Okay. Aber von einem eher linken Ökonomen, was okay. ganz erfrischend ist. Den finde ich wirklich sehr gut. Der erklärt alle möglichen Sachen irgendwie. Hat jetzt auch mal diese komische Inflationsangst, die ja in Deutschland so herrscht, irgendwie ne, mal so ein bisschen aufgedröselt. Und der erklärt das immer alles sehr verständlich und schön. Ist irgendwie ein sympathischer Typ. Mhm. Hat irgendwie gute GästInnen dabei. Der gefällt mir sehr gut. Alright. Dann, was ich jetzt angefangen habe, tatsächlich vorgestern, Piraten seiner Powerplay. Guter Name. Kennt man noch von, hat mich deine Freundin darauf aufmerksam gemacht, das war doch Thomas Gottschalk und noch irgend so einer. Nicht Mickey Krause. Wie hieß denn der mit der großen Nase? Thomas Gottschalk. Mike Krüger. Genau, da gab es so irgendwie, also keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Samira El-Khwazil. Okay. Und Friedemann Karik. Keine Ahnung, wer das genau irgendwie ja, den Namen Friedemann Autoren Karik habe ich schon mal gehört, ja. Schreiben auch schreiben irgendwie Artikel für Zeit und sonst irgendwas. Ja. Genau, und die machen das ist auch eher so, geht es um Politik im ganz Allgemeinen so, aber natürlich dann auch logischerweise um Gesellschaft und Klimawandel und allem möglichen Zeug. Gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt zwei Folgen gehört. Von der Samira habe ich auch schon öfters immer Texte gelesen, die mir immer gut gefallen haben. Und dann bin ich da irgendwie drauf gekommen. Ja. Genau. Und einen letzten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den letztes Mal schon erwähnt, die 29er. Wahrscheinlich schon, weil das ist so eigentlich einer mit meiner Lieblingspodcasts. Dann mach's doch nochmal. Dann nehme ich den nochmal, die 29er von Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt. Mhm. Ist ein 10-Jahres-Projekt, also okay. die 29er. Yeah. Also die 29er Jahre behandelt das komplett Ding. Das kommt einmal im Monat und geht jetzt 10 Jahre. Moment, die 29er? Ja, aber wir haben jetzt ja die 29er. Ah, okay, ich habe verstanden, die 29er. Ach so, nee, die 29er. Okay. Genau. Also die 29er Jahre. Ja. Genau, und die behandeln, also sprechen viel über gesellschaftspolitische Sachen auch und haben aber auch immer noch, die haben noch so ein Premium-Feature, was man sich dann abonnieren kann, irgendwie gegen ein paar Euros. Da kriegt man noch so eine Sonderfolge, die heißt dann der Salon, wo die nochmal speziell Texte durchgehen oder Bücher durchgehen, die sie empfehlen und die sie gelesen haben. Genau, das ist eigentlich so tatsächlich so mit meinem Lieblingspodcast. Okay. So im deutschen Bereich, würde ich sagen. Ja, super. Dann werde ich mir, ich muss gleich noch nach Köln fahren, den werde ich mir auf der Fahrt gleich machen. Ja, hör mal rein, die sind wirklich gut, die beiden. Mach ich. Sehr okay. kompetent. Schön. Und dein eigener Podcast ist Audiophil mit Christian und Danny und wenn man dir tolle Pedals empfehlen will, dann sollte man auf Twitter vorbeischauen, das verlinke ich alles. Und danke für deine Zeit. Gerne. Macht's gut. Und wir sind raus. Und wenn ihr mit Joscha über Audiogear fachsimpeln wollt, dann findet ihr ihn bei Twitter unter @grunewaff, W-A-V. Das packe ich euch ebenso wie die Podcast-Tipps in die Shownotes dieser Folge. Und da findet ihr selbstverständlich auch Links zu unserem Instagram, zur Website, dem Newsletter und zum Supporter-Programm auf Steady. Denn dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, natürliche Ausrede mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen. Ich sag danke, wir hören uns nächste Woche. Und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.